Jetzt geht es in Deutschlands härtesten Quiz um 100.000 Euro. Dafür müssen 5 absolute Experten in ihren Fachgebieten geschlagen werden. Es gilt, das Unmögliche möglich zu machen. Nur der Michael Bulli-Herbig, Horst Lichter, Katrin Müller-Hohenstein, Axel Milberg und Professor Guido Knopf schlägt, kann 100.000 Euro gewinnen und Quiz-Champion werden. Hier ist aus Berlin das härteste Quiz Deutschlands. Und hier ist Ihr Gastgeber, Johannes B. Kerner. Guten Abend. Hallo aus Berlin. Vielen Dank. Das ist aber nett. Danke Ihnen. Der Quiz-Champion, heute Tag der Entscheidung, Samstagabend im ZDF. Schön, dass Sie dabei sind und gute Entscheidung, dass Sie schon jetzt dabei sind. Vielen Dank. Das ist ganz nett. Dankeschön. Lasst uns anfangen. Kein Mensch weiß, wie diese Sendung endet. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass sie spektakulär startet. Denn gleich zu Beginn dieser Finalausgabe des Quiz Champion 2018 wird es um alles oder nichts gehen. Wir haben eine Kandidatin, die am Donnerstag 4 Duelle gewonnen hat und nur noch eins zu gewinnen hat, dann ist sie ganz nah dran an 100.000 Euro. Und es geht um diese Experten. Herzlich willkommen. Der Experte für Zeitgeschichte, Professor Guido Knopp. Er war bei allen wichtigen Ereignissen der Zeitgeschichte gedanklich vor Ort oder hat ein Buch darüber geschrieben. Professor Guido Knopp. Film und Fernsehen, Michael Bulli-Herbig. Als wär's gestern gewesen, dabei war er vorgestern hier vor Ort. Deutschlands erfolgreichster Filmemacher, Kandidatenschreck Michael Bulli-Herbig. Für den Sport Katrin Müller-Hohenstein. Eben noch bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang, bald schon bei der Fußball-WM in Russland. Kein Großereignis ohne KMH. Katrin Müller-Hohenstein. Thema Ernährung. Horst Lichter. Der Fernsehkoch und Bestsellerautor kommt beim Quiz-Champion nie ins Trödeln. Gönnt er Ihnen heute Bares für Rares? Horst Lichter. Herzlich willkommen, Axel Milberg. Seine Tatorte sorgen für Rekordquoten. Für seine gesprochenen Hörbücher heimst er regelmäßig Preise ein. Belesen wie kaum ein zweiter Literaturexperte Axel Milberg. Euch allen Expertinnen und Experten ein herzliches Willkommen. Am Donnerstag um 21.44 Uhr und 30 Sekunden hat diese Frau Wahnsinniges geschafft. Das 4. von 5 Duellen gewonnen. Marlies Seelmann, 53 Richtig. Jahre jung aus Seen. Hannover. An Marlies Seelmann. Cool. Richtig ist B. Tolkien und damit gewinnen Sie das Duell Literatur und Sprache. Obstipation heißt? So ähnlich. Verstopfung. Verstopfung. Jemand isst Obstipat, gibt es auch. Und Gemüsipat gibt es nicht. Weil Ob heißt dagegen und Stipare heißt Stopfen. Richtig ist B. Obstipation. Dann sind alle Daumen gedrückt für Marlies Seelmann. Spezielle Gäste werden hier speziell betreut. Wissen Sie was, jetzt machen wir uns einen kleinen Spaß. Ja. Jetzt gehen wir hier hin. Ja. Jetzt nehmen Sie sich erstmal diesen Applaus. Marlies Seelmann, Angestellte
Beschwerdenmanagerin. Aber ja, wir haben gar nichts zu meckern. Dann wissen Sie, was die gute Nachricht ist? Ja. Wir haben hier gar nichts mehr zu lösen. Sie sind ja schon durch. Vier grüne Kreuze. Und jetzt bleibt nur, in Anführungsstrichen, nur die Kategorie Sport. Bitte sehr. Machen wir. Guten Abend. Guten Abend. Ja, noch sind Sie nett miteinander. Wenn Sie über Katrin Müller-Hohenstein hinwegschauen, sehen Sie die Champions-Loge. Und Sie wissen, wer dort sitzt, ist ganz nah dran an 100.000 Euro. Okay. Sollten Sie im Verlauf dieser Finalsendung die Einzige sein, die alle fünf Kreuze schafft, das fünfte müssen Sie erst schaffen, dann sind Ihnen 100.000 Euro sicher. Sonst spielen wir mit wem auch immer ein Finale. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Wir drücken sehr die Daumen. Aber wir spielen knallhart. Ja. Das ist diese Sendung, die gleich an diesem Samstagabend richtig spannend beginnt. Auf zur ersten Runde mit Chance aufs fünfte Kreuz. Gegnerin in Sport ist Katrin Müller-Hohenstein. Herzlich willkommen, Katrin. Ja. Wie ist mit Sport bei Ihnen so interessiert? Wenn es quizrelevant ist. Was ist denn quizrelevanter Sport? Wenn ich in einer Quizshow wahrscheinlich zu Sport gefragt werde, steigt das Interesse sehr. Ah, okay. Bitte sehr. Es ist erst zwei Tage her und dann wollen wir sehen, wie es ausgeht. Das Duell in der Kategorie Sport zwischen Katrin Müller-Hohenstein und Marlies Seelmann beginnt mit dieser Frage. Welche moderne Sportart entwickelte sich aus dem seit dem Mittelalter betriebenen Jeu de Pomme? A. Golf, B. Hockey oder C. Tennis? Jeu de Pomme. Golf, Hockey oder Tennis? Marlies Seelmann hat gebuzzert. Katrin, dir bleiben noch 4 Sekunden. 2, 1. Und zumindest haben wir 2 unterschiedliche Antworten, nämlich Hockey und Tennis. Du hast es nicht gewusst. Nein. Also Pomme heißt ja Apfel, aber wird ganz anders geschrieben. Und dieses Apfel würde auch keinen großen Sinn ergeben. Deswegen, also Herleitung war, ich habe B genommen, weil ich mal gelernt habe, B ist im Zweifel dann immer die richtige Antwort. Ja. Wenn man so gar nichts weiß, genau, dann könnte B richtig sein. Sie haben relativ früh schon Tennis eingeloggt, aber sich noch nicht festgelegt, also noch nicht gebuzzert. Weil Sie immer besser noch mal drüber nachdenken. Okay. War das eine Gefühlsentscheidung oder eine Wissensentscheidung? Eine sprachliche Entscheidung. Nämlich? Das eine Pum heißt Apfel, das andere heißt Handfläche. Und das hat man so gespielt und später hat man dazu einen Schläger in der Hand genommen noch. Pum heißt gut. Handinnenfläche. Ja. Das klingt nicht nur gut, das ist richtig! Hey. Wow. An! Für all diejenigen, die jetzt dazukommen, am Donnerstag haben Sie Film und Fernsehen, Zeitgeschichte, Literatur und Sprache und Ernährung schon geschafft. Mhm. Jetzt geht es nur noch um 2 mickrige Pünktchen. Und dann sind Sie wirklich mit beiden Händen ganz nah dran am Geldkoffer, in dem 100.000 Euro drin sind. Hier ist die nächste Frage. 1:0 Führung für unsere Kandidatin. Und so geht's weiter. Bei welchem royalen Paar haben beide Partner schon an olympischen Wettkämpfen teilgenommen? Kronprinz Hakon und Kronprinzessin Mette-Marit. Fürst Albert II. Und Fürstin Charlene. Oder Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary von Dänemark. Wir haben schon angefangen, Keyboard zu spielen hier auf unserem Display. Das war zu easy? Ja, es war Ausschlussprinzip. Weil? Weil Mette-Marit ist, glaube ich, nicht so sportlich. Mhm. Kronprinzessin Mary hat ihren Frederik in Sydney kennengelernt. Sie ist Australierin, oder? Genau. Gewesen, war dort aber nicht als Sportlerin. Und Frederik, glaube ich, segelt. Aber von Fürst Albert weiß ich, der ist Bobfahrer. Und Frau Charlène ist Schwimmerin, wenn ich mich recht erinnere. Das hat ich habe nichts dran auszusetzen. Das hat die Katrin Müller-Hohenstein sehr gut hergeleitet. Das stimmt. B ist richtig. Punkt für beide. Und Albert war jetzt auch bei Olympia in Pyeongchang. Bitte? Albert war auch da, wir haben ihn gesehen. Ist ja IOC-Mitglied nach wie vor. Ja, das genau. Und das war also helle Aufregung, Marlies. Ja? Wenn also Prinz Albert kommt, Fürst ist er ja mittlerweile, ist der Prinz. Ist der Chef jetzt. Kann ich nur warnen, ist also viel Security dabei, aber war sehr freundlich. Ja. Gut. Kurz zur Versammlung. 4 grüne Kreuze, 2:1 Führung im entscheidenden Duell.
Nicht, dass ich Sie irgendwie aufregen möchte, aber Sie sollten schon wissen, wenn Sie die nächste Frage richtig beantworten, ganz gleich, was Katrin Müller-Hohenstein macht, dann haben Sie auch dieses fünfte Duell gewonnen und dann ist hier aber richtig was los. Okay. Aber Sie müssen richtig antworten. Okay, ich gucke erst mal die Frage an. Das ist überhaupt eine schöne Idee. Dann spielen wir im Duell Sport mit dieser Frage weiter. Welcher erfolgreiche deutsche Sportler ist auch als James Dean der Aschenbahn bekannt? A. Armin Hari, B. Hans-Günther Winkler oder C. Gottfried von Kramm? Katrin hat gebuzzert und Sie haben keine Möglichkeit mehr, sich umzuentscheiden. Will ich auch nicht. Nämlich? Dann sagen Sie mal, wie Sie auf Armin Hari gekommen sind. Ich weiß, dass Hans-Günther Winkler ein Reiter war, mit einem noch besseren Pferd. Ja. Gottfried von Kramm hat in den Anfang des Jahrhunderts irgendwann Tennis gespielt, war der sehr erfolgreiche erste Deutsche in Wimbledon. Aha. Und dann bleibt Armin Hari, der ist gelaufen und das macht man auf der Eisenbahn. Dem ist nichts hinzuzufügen. 3-2 gewinnen Sie das Duell Sport. Haben das fünfte grüne Kreuz. Nein, das sehen die alle gerade. Das können die glauben. Und schauen Sie mal, alle stehen auf. Darf ich Ihnen hochhelfen? Sehr gerne. Komm, ich nehme. Bitte sehr. Marlies Seemann hat es geschafft. Sie hat alle fünf Experten geschlagen und alle fünf Duelle gewonnen. Jetzt darf sie ihren Triumph genießen. Aber wie lange kann ein weiterer Kandidat die schlauesten Köpfe Deutschlands in ihren Fachgebieten bezwingen? Es bleibt spannend im Kampf um den Quiz-Champion-Titel. Wahnsinn! Danke, danke, danke. Holla! Nur noch mal zum Verfahren, Frau Seemann. Nehmen Sie ruhig Platz. Jo, ich mach's nochmal bequem. Wenn Sie Getränkewünsche haben, sagen Sie einfach, ich glaube, kleine Häppchen werden auch gereicht. Es könnte nämlich einen Moment dauern. Ja. Wir suchen natürlich weitere Menschen. Und wir haben viele Kandidaten, die sich heute Abend beweisen dürfen, beweisen können. Und wenn es noch jemand schafft, fünf grüne Kreuze zu erreichen, also fünf Duelle gegen diese ausgewiesenen Experten zu gewinnen, dann wird es hier ein bisschen voller. Dann spielen wir am Ende der Sendung Finale. Aber Sie haben schon richtig was geleistet. Erst am Donnerstag und dann jetzt, am Samstagabend. Wahnsinn. Marlies Seemann. Und nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. Tja, und das hier ist unser nächster Kandidat oder unsere nächste Kandidatin beim Quiz Champion 2018. Jetzt geht's in eine Küche in Münster. Mein Name ist Martin Kintrup, ich bin 40 Jahre alt und lebe in Münster. Ich habe Landschaftsökologie studiert, arbeite aber seit 14 Jahren als Kochbuchautor und Redakteur. Obacht, Horst Lichter, dieser Mann hat bereits 40 Kochbücher verfasst und dafür über 2.500 Rezepte entwickelt. Also man muss auf jeden Fall experimentierfreudig sein, weil ohne neue Kombinationen kann man ja auch keine neuen Rezepte kreieren. In Ernährungsfragen macht Kintrup also niemand etwas vor. Aber auch auf anderen Gebieten lässt sich der studierte Landschaftsökologe nicht ins Boxhorn jagen. Zwischen den Blässhühnern und den Krickenten schwimmen zwei Löffelenten. Die sehen ein bisschen aus wie Stockenten. Die gefallen mir immer besonders gut. Und es gibt tatsächlich einen weiteren Fable, den der Münsteraner mit unserem heutigen Experten Horst Lichter teilt. Ja, in meiner Freizeit bin ich total gerne auf Flohmärkten unterwegs. Ich liebe es einfach, so skurrile und alte Dinge aufzustöbern. Ach, guck mal, die könnte ich vielleicht dann mitnehmen und heute Abend irgendwie mein Essen darin servieren. Alle Achtung, Horst, dieser Mann heißt Martin Kintrup. Ein Name, den du dir merken solltest. Kochen ist ja mittlerweile sein Beruf geworden, aber sein Hobby ist doch das Quizzen. Und wir gehen einmal die Woche in Münster zur Kneipenquizliga. Und mittlerweile stellt er auch selber Fragen, die sehr anspruchsvoll sind. Das passt. Ich werde Quiz-Champion, weil ich das beste Rezept für ein 5-Gänge-Expertenmenü habe.
Dann wollen wir doch gerne probieren. Hier ist Martin Kindrup. Das war ein freundlicher Empfang, oder? Herr Kindrup, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Hi, geht's gut? Ja, soweit. Ja. Ja, was fehlt damit? Wie könnte es besser sein? Ja, es ist halt eine besondere Situation und deswegen bin ich schon ein bisschen aufgeregt, ja. Aber ich freue mich auch sehr aufs Spiel. Ehrlich gesagt, alles andere wäre auch nicht ganz normal, ja, weil diese Aufregung ist auch gar nicht so schlecht, weil dann ist man konzentriert. Genau, ja? Das denke ich auch. Dann will ich Sie auch gar nicht, will ich Sie auch gar nicht rausbringen. Wenn Sie hier in der Mitte stehen, sehen wir Sie am besten von allen Seiten. Ja. Ich gehe 2-3 Meter weg, stelle da meine Fragen. Sie kennen das Verfahren, 7 richtige Antworten in 60 Sekunden. Ja. Versuche schnell zu lesen, ohne mich zu überschlagen. Sie wollen es ja verstehen. Okay, alles dann klar. Dann machen wir noch die Tonprobe und die geht wie folgt. Sie können mich auf diese Distanz gut verstehen? Ich kann Sie gut verstehen. Ich sage das auch in dieser Sendung einmal. Manche halten das für völlig albern, weil wir stehen ja gegenüber. Aber in so einem Riesenstudio verschwinden die Töne manchmal und es ist wirklich ein halber Meter blöder Windzug und Sie hören mich nicht. Und das wäre ja für das Spiel nur wirklich außerordentlich ganz doof. Günstig auf jeden Fall. Sie hören mich gut. Ja. Und dann beginnt das Duell mit Martin Kindrup. Jetzt. In welcher bayerischen Stadt kann man den Tierpark Hellerbrunn besuchen? In München. Richtig. Welcher Tennisspieler gewann bei den Australian Open 2018 seinen 20. Grand-Slam-Titel? Roger Federer. Richtig. Wie heißt die offizielle Währung in Schweden? Kronen. Richtig. In welchem Monat liegt in diesem Jahr Pfingsten? Im Juni. Falsch, im Mai. Oh. Im Titellied welcher Kindersendung heißt es, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Sesamstraße. Richtig. Wie viele DIN A4-Seiten insgesamt passen in die Fläche eines DIN A2-Bogens? 16. Falsch, 4. Okay. Welches Bundesland wird seit Ende 2017 von einer GroKo unter Stefan Weil regiert? Niedersachsen. Richtig. In welcher rheinischen Stadt wurde Ludwig van Beethoven geboren? In Bonn. Richtig. Zu den 7 Weltwundern der Antike gehören die hängenden Gärten von? Babylon. Richtig. Welcher ostfriesische... Ja, das reicht doch schon. Ja. Bitte. Okay. Es ist angerichtet für das 5-Gänge-Expertenmenü. Mal sehen, ob es diesmal wirklich 5 Gänge werden. Ja. Haben wir gar nichts dagegen. Was mich besonders freut, unter Quizern gibt es so einen wirklich respektvollen, freundschaftlichen Umgang miteinander. Wir haben Marlies gerade gesehen, wie sie ihnen applaudiert hat. Dabei sind sie eigentlich ein Konkurrent um den Geldgewinn, aber man geht irgendwie fair miteinander um. Ich mag das. Ja, das dieses Spiel auch. Ganz besonders. Martin Kindrup, 40 Jahre jung, aus Münster, beginnt, das macht bei uns der Zufallsgenerator, mit welcher Kategorie? Fashion. Na bitte sehr. Ernährung. Was für ein Quizmenü. Ihr erster Gang heißt Ernährung. Als Gegner servieren wir Ihnen Horst Lichter. Herzlich willkommen, sehr Horst. Sehr schön, dass du dabei bist. Das schauen wir mal. Jetzt werde ich mal richtig abgekocht. Ich sehe schon kommen. Das ist der erste Gang auf jeden Fall. Ja. Sie sind Landschaftsökologe. Richtig, genau. Das heißt, mit der heimischen Flora kennen Sie sich aus? Eigentlich schon, ja. Okay. Und zumindest mit dem essbaren Teil sollten Sie hier wissen. Dann gucken wir mal. Das Duell Ernährung zwischen Horst Lichter und Martin Kindrup beginnt mit dieser Frage. Wonach benannte der vor kurzem verstorbene Starkoch Paul Bocuse die von ihm erfundene Trüffelsuppe VGE? Nach einem neuartigen Hochgeschwindigkeitszug? Nach einem französischen Staatspräsident? Oder nach einem international erfolgreichen Fußballverein? Hä? Woher wisst ihr das? Vermutlich, weil ihr Experten seid. Also, Sie haben sehr schnell für B. Ich habe gedacht, dass es vielleicht Valéry Giscard d'Estaing könnte sein. Ja? Und was hast du gedacht, Horst? Ich schließe mich den Gedanken meines Vorredners an. Jetzt könnten wir Laien ja sagen, Valéry Giscard d'Estaing wird mit D geschrieben, aber das ist ja ein D-Apostroph. Richtig. Valéry Giscard d'Estaing. Hm. Und dem ist nichts hinzuzufügen. Genauso ist es richtig. B. Legendäres Süppchen, weil Valéry Giscard d'Estaing wurde, also Paul Bocuse wurde Ritter der Ehrenlegion und hat als Dankeschön die Trüffelsuppe. Ne? 1-1, alles bestens, guter Start für alle Beteiligten. Möge das so bleiben. Hier ist die nächste Frage. Welches Gewächs ist unter anderem als friesische Palme bekannt? Rhabarber, Grünkohl,
oder Mangold? Das wirkt für mich so ein bisschen so, als seien die Fragen von der Pommesbude. Zu leicht für euch, ne? Ach, zu leicht gibt es, glaube ich, hier nicht. Aber warum nicht Rhabarber? Also ich meine, es gibt auch den Begriff Palmkohl und deswegen bin ich auf Grünkohl geschenkt. Palmkohl für Grünkohl? Ja. Okay. Ja, ja, ich wusste, weil ich es auch sehr gerne esse, davon abgesehen. Und ich natürlich viele Kollegen hier im norddeutschen Raum habe und die haben mir das dann auch mal erklärt. Vor 10 Jahren hätte ich es nicht gewusst, davon abgesehen. Ne? Gut, aber Fernsehen bildet. Ich muss mit dir mal kochen, halt. Ganz toll, ja. Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Erstmal spielt ihr gegeneinander, obwohl punktemäßig ist es ja fast ein Miteinander. Punkte beide, 2-2. Martin, Sie sind nicht alleine hierher gekommen, sondern haben wen mitgebracht? Mit meinem Freund Thorsten. Ich weiß jetzt nicht, wo er sitzt. Aber ich weiß es. Wenn Sie mal rechts blicken, da okay. Ist er leicht angeleuchtet. Ja. Herzlich willkommen, Dr. Thorsten Merzel. Ja. Vielleicht noch schnell hier zum Verfahren. Es steht 2-2. Das heißt, wer die nächste Frage alleine richtig beantwortet, gewinnt das Duell. Ja. Das heißt, es jetzt wird sehr wichtig. Ist richtig analysiert. Zumindest nicht ganz unbedeutend. Also es ist. Genau. Guck mal, was geht. Hier ist die Frage. Welches bei der Zubereitung von Weißwürsten benötigte exotische Gewürz wird aus dem Samenmantel einer Baumfrucht gewonnen? Gott, das ist die Frage, ist ja schon schwer, ne? Ja, die ist es klar. Zimt oder Kurkuma oder ist es die Muskatblüte? Ha. Horst, du hast es gewusst? Wir haben B und C, ne? Ja, ich habe mich, glaube ich, ein bisschen zu sehr leiten lassen von jemandem, den ich sehr, sehr gerne habe. Sag schon wen. Von meinem Alfons. Ja. Und wenn Alfons von Kurkuma redet, dann bin ich, als wenn ich eine junge Dame wäre, die vor einem Adonis steht. Man hat das Gefühl, man muss Kurkuma unbedingt haben. Und ich habe jetzt gehofft, dass es das ist. Das weiß ich allerdings tatsächlich nicht. Okay, Sie haben ganz schön lange gezögert. Ja, ich war mir nicht ganz sicher, aber Kurkuma hätte ich jetzt auf jeden Fall ausgeschlossen, weil es eine Wurzel ist, meines Erachtens. Ja gut, aber es gibt doch ein Gewürz, das Kurkuma ja, heißt. Ist das nicht das Gelbe? Aus der gelben Wurzel gewonnen. Ach, und nicht aus der... Und das ist ja hier der Samenmantel einer Baumfrucht und deswegen, weil Zimt ja auch eher eine Rinde ist, dann hätte ich gedacht, dass es jetzt die Muskatblüte ist. Ah, Sie haben also Sie haben es auch nicht gewusst, kann man ganz klar sagen. Nee, ich habe es dann ausgeschlossen, ja. Aber das ist natürlich auch ein Weg ans Ziel. Richtig ist C, unser Kandidat gewinnt das Duell. Diese Muskatblüte heißt nur so, ist gar keine Blüte. Ja, okay. Das erste grüne Kreuz, vielleicht verlieren Sie sich schon mal in diesen Anblick. Ja, schade. Ja. Ich gönne es Ihnen aber. Ja. Und man merkt gleich, da ist wirklich gesundes Basiswissen, das hilft. Ja. Ich habe einfach da, weil ich jetzt zu sehr gereizt. Ich denke, komm jetzt Aussehen weg, egal wie sympathisch er ist. Ja. Manchmal ist Denken dann doch besser. Ne? Wie ist mit Sport bei Ihnen? Da freue ich mich eigentlich auch drauf. Ah, freut sich. Ja? Also auf Sport und auf Katrin. Ich habe die ganzen Olympischen Spiele geguckt. Also ich auch. Stimmt, das sollte vielleicht nicht gefragt werden. Okay. Es geht weiter mit Sport. Jawohl. Jetzt müssen Sie noch mal einen Zahn zulegen, denn Sie spielen Sport gegen keine geringere als KMH, Katrin Müller-Hohenstein. Auch hier gilt, 3 Punkte alleine, dann sind Sie schon durch. Okay. Aber da sitzt eine Dame, die was dagegen hat. Kategorie Sport zwischen Katrin Müller-Hohenstein und Martin Kindrup. Wir beginnen mit dieser Frage. Wie heißt eine traditionelle Sportveranstaltung, die seit 1959 ausgetragen wird und zur IAAF Diamond League gehört? Heißt die Veranstaltung Glanzleistung Berlin, Weltklasse Zürich oder Spitzengruppe Wien? Es bleiben dir noch 3 Sekunden, Katrin. Martin hat relativ flott geantwortet. Du hast gewusst, gemelzert oder ausgeschlossen? Gemelzert. Sogenannte Melzern. Ja. Nein, ich habe ausgeschlossen. Weil du die anderen Sachen einfach noch nicht gehört hast? Nein, weil in Berlin, das gibt es sicher nicht. Und in Wien habe ich jetzt auch noch nicht so viele Leichtathletik-Veranstaltungen. In Berlin gibt es das ISTAF? Genau.
und eben nicht Glanzleistung. Ja. Und Wien, ja, ist auf jeden Fall, so kann man vorgehen. Und wie haben Sie das gemacht? So halb ausgeschlossen und halb gewusst. Da also, die richtige Mischung zu finden, das ist ehrlich gesagt eine große Kunst. Richtig. Also ich weiß, dass in Zürich jedes Jahr internationale Meetings sind. Ja. Und da war ich einfach, weil ich wusste auch, dass es das ISTAF in Berlin gibt. Mhm. Und von Wien, von großen Meetings, habe ich noch gar nichts gehört. Okay, deswegen. Dann seid ihr ja ähnlich vorgegangen. Ich glaube, es ja. wird im letzten Rund ausgetragen. Aber am Ende sind beide ans Ziel gekommen, denn ja. B ist richtig. Punkt für beide Spieler. Im Letzigrundstadion in Zürich. 1-1, so geht's weiter. Mit welchem Lied schaffte es die deutsche Fußballnationalelf gemeinsam mit Michael Schanze auf Platz 10 der Charts? Ole España für die WM 1982, Mexico mi amor für die WM 1986 oder Wir sind schon auf dem Brenner für die WM 1990. Wir haben damals immer gesungen. Ich weiß. Fußball ist unser Leben. Das aber war 74. Aber am schönsten war Buenos Dias, Ach, Argentina. Ja, ja. Aha. Boah. Katrin? Also ihr habt zumindest mal beide A genommen, wenn ich das ja. richtig sehe. Das ist ja schon mal beruhigend, wenn man es nicht genau Weil weiß. Weil das heißt für den Kandidaten, entweder wir gewinnen beide oder wir gehen Richtig. Beide unter, aber es passiert zumindest mal nichts. Nein, man muss ja so viel checken. Also euch traue ich es dazu, dass ihr da Zeiten und Jahre aufschreibt, wo gar keine WM war. Also ja, das ehrlich ja, gesagt, das, damit ja. solltest du immer rechnen. Das ja. muss ich so sagen. Der Hort der Gemeinheit. Aber echt. Aber WMs waren in diesen Jahren alle. Zweimal Vize-Weltmeister, einmal Weltmeister. Also die unsrigen. Jetzt nur die Frage, wie bist du auf A gekommen? Also wir sind schon auf dem Brenner, auf keinen Fall. Das ist auch kein Text für Michael Schanze mal. Ja, einer für mich, ne? Per se. Das war Udo Jürgens. Du könntest sowas ja. schön singen. Ja. Achtung, Zeitgeschichtsexperte, ja. auch für musikalische Fangfragen. Es war Udo Jürgens. Wir Ach, sind schon auf dem Brenner. Ja, ja, ja. Udo Jürgens. Wir sind schon auf dem Brenner? Das war die Italien-WM. Erst dem Deutschen Fußballmuseum zu Dortmund live gehört. Okay. Dann hätten wir noch Mexiko, Mi Amor, 1986. Das war Peter Alexander ja. und Ole España, Michael Schanze. A ist richtig. Aber wie ging denn nun der Song? Kannst du es mal vorlesen? Ich kenne nur Mexico, mi amor. Und wie, ich, nein, ich, Ole España weiß ich nicht. Aber ich kann die beruhigende Information weiterleiten, dass Ralf Siegel es produziert hat. Also. Dann ist alles gut. Und in die Ole. Ja, ich kann halt gar nicht singen. Kennt jemand das Lied? Ole, 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 ola, dam, da, da, da und so weiter. Nee, das singst du immer am Ballermann, das ist was anderes. Jetzt bringst du mich ganz durcheinander. Es steht 2-2 und wer die nächste Frage alleine richtig beantwortet, zurück zu den Regeln dieser Sendung, ja. hat das Duell Sport gewonnen. Sie sieht so aus. The Big Mummy, also die große Mumie, so lautet der Spitzname von Basketballlegende Dirk Nowitzki, Profigolfer Martin Kaymar oder Fußballstar Bastian Schweinsteiger? What? Tja. Die drei Herren sind Ihnen bekannt? Oh. Ja. Es kann natürlich sein, dass die auch weitere Spitznamen haben. Einmal haben wir Martin Kaymar und einmal Dirk Nowitzki. Bastian hast du ausgeschlossen. Mhm, ja, also. Das Weil auch körpergrößenmäßig. Und der ist gar nicht so klein. Nee. Aber auch gar nicht so groß. Ja, was ist 1,80? Gut. 1,80, 1,81? Ja. So, genau. Für mich schon sehr groß. Ja, das stimmt. Und du hast dich dann für Martin Kaymar entschieden? Ja, ich habe es nicht gewusst, deswegen habe ich ganz schnell gemacht. Ah, um dann Druck auszuüben? Druck auszuüben und natürlich B genommen. Bei Dirk Nowitzki, ich. Also ich verehre, ich liebe ihn, ich weiß wahnsinnig viel über den und bilde gehört. Mir ein, dass ich, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Aber das sind so diese gemeinen Fragen, so aus der zweiten ja. Reihe. Als er anfing, Echt? Also jetzt erstmal sagen Sie, warum Sie sich für Dirk Nowitzki entschieden haben. Also ich glaube zumindest, dass es Bastian Schweinsteiger nicht ist, weil das hätte man mal mitbekommen. Ja. Martin Kaymar als Golfer, ich weiß nicht genau. Ich glaube, der ist auch relativ groß, aber eher schlank. Und bei einer Mumie stelle ich mir vielleicht noch so ein bisschen was Korpulenteres vor. Und was Eingewickeltes irgendwie. Ja. Und ja. Dirk Nowitzki ist ja nicht nur groß, sondern auch kräftig. Und deswegen vielleicht ist das dann, ich weiß es aber nicht. Und die spielen, glaube ich, auch in Weiß. Die Dallas. Dallas, ja. Mavericks. Mavericks, ja. ja.
Ja, weiß oder blau. Ne? Das sind, glaube ich, die beiden Farben. Ja. Ja. Also die Geschichte geht so. Der Dirk ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Der ist, glaube ich, 38, 39 Jahre alt und ist nicht mehr so schnell unterwegs. Und deshalb nennen sie ihn nicht mehr German Wunderkind, wie früher, sondern The Big Mummy, die große Mumie. Und damit gewinnt unser Kandidat Martin Kindrum das Duell. Aber war schwierig. War sehr schwierig. Aber es war hergeleitet und so weiter. Und gibt es noch Dirkules, oder? Sagen ja, genau. Dirkules, Dirkules haben sie auch immer gesagt. Und German Wunderkind, aber 39 mit Kind und so, das ist natürlich so eine Sache. Schwere Fragen, wirklich hart, aber sie haben das zweite grüne Kreuz. Ich möchte schon fast sagen, willkommen im Club. Ja? Weiter geht's mit Bulli. Er macht Fernsehserien zu Kinofilmen, doch werden sie nicht zum Statisten im Duell Film und Fernsehen gegen Michael Bulli Herbig. Herzlich willkommen, Bulli. Also, wenn Sie Landschaftsökologie studieren, wenn Sie 40 Kochbücher geschrieben haben, wenn Sie gerne Bergwandern gehen, wenn Sie regelmäßig an Kneipenquiz teilnehmen, dann werden Sie keine Zeit haben, Fernsehen zu gucken und Filme. Doch, da bleibt auf jeden Fall auch noch Zeit für. Also ich bin jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so viel im Kino gewesen, muss ich zugeben. Stimmt. Aber ich habe sehr viel Fernsehen geguckt stattdessen. Okay. Entschuldige, was geguckt? Stattdessen habe ich sehr viel Fernsehen geguckt. Ah, Fernsehen, okay. Oder Filme dann halt auch zu Hause. Und Serien und so? Ja, auch sehr auch mal gerne. Binge-Watching hintereinander weg, so ein paar? Ja, immer mal wieder. Ja. Ja. Bulli-Filme auch geschaut? Ehrlich gesagt, nee, nicht. Ich finde die auch scheiße. So. Und jetzt gibt's eine schöne Klatsche hier. Tut mir leid. Kein Mitleid. Ja, das ist Provokation vor dem Wettkampf. Das darf er natürlich auch sagen. Es wäre die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier Bulli-Filmfragen nehmen, ist ja auch relativ gering. Echt? Ja, ja auch ein bisschen frech. Möchtest du abreisen? Ja. Taxi. Taxi. Das Duell Film und Fernsehen zwischen Michael Bulli Herbig und Martin Kindrum beginnt so. Das ist gut. Eines der wohl berühmtesten Desserts der Fernsehgeschichte ist... Ja, Entschuldigung. Nee, Loriots Kosakenzipfel. Und ich ist Loriots Kosakenzipfel. Ja. Und es ist also ein A, Birnen-Persiko-Eis mit kandierten Pfirsichhälften. Oder B, ein Mokka-Trüffel-Parfait mit Zitronencreme-Bällchen. Oder C, ein Vanille-Mandelmus mit Haselnuss-Krokant. Das ist eigentlich nur Frage für mich. Schade. Ist eine Ernährungsfilm und Fernsehen, Literatur und Sprache. Ja, ist es eine, alles ein bisschen Frage? Von allem was. Aber jetzt ist sie nun mal da, die Frage. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ja. Insbesondere auch mit den Antworten. Bulli geht gerade noch mal ins Drehbuch. Ich gehe einfach durch, was ich am lustigsten... Nee, ich gebe jetzt hier keine Hinweise. Ja. Also, ich sag mal, beide scheinen es nicht zu wissen. Das ist ja schon mal eine komfortable Situation. Komfortabel würde ich das nicht nennen. Ich schon. Da kann man so ein bisschen zugucken, beim Leiden. Genau, beim Aussuchen. Ja. Ja. Man könnte gucken, ob man es vor Augen hat. Ich habe auch. Ja, ich sag auch nichts. Hat er gedrückt? Ja. Und gebuzzert. Ja. Ich sitze hier auf Tim Melzers Platz. Das war das eine. Okay, wenn man gar nichts weiß, dann B. Und das andere, ich finde Birnen-Persiko-Eis, ich glaube, es war kein Eis. Nee. Schlichtweg. Vanille-Mandel-Mousse mit Haselnuss-Krokant klingt einfach nicht witzig. Ist nicht witzig? Nee. Ist nicht komisch. Vanille-Mandel-Mousse mit Haselnuss. Ach so, ist nicht komisch. Ist nicht komisch. Die haben sich doch zum Schluss um das Zitronencreme-Bällchen geprügelt. Und weil Bällchen ein lustiges Wort ist, habe ich mich für das Bällchen. Weil du sozusagen für die Humorsicherheit, auch die sprachliche Humorsicherheit von Rico von Bülow. Ich habe ich hab die große Ehre gehabt, Loriot noch kennenzulernen. Und ich traue ihm das Bällchen wirklich zu. Ja, ein Bällchen könnte natürlich sehr gut passen. Aber ich finde, Birnen-Persiko-Eis hat auch was Loriot-artiges. Und kandierte Pfirsichhälften auch. Ja. Hast den Film nicht gesehen, ne? Horst, du weißt es? Ja. Weil wenn du das alleine siehst im Film, weißt du schon, dass es nicht sein kann. Weil? Ja, weil es ganz anders aussieht. Ach so, okay. Ach so. Ja. Ah, das. Jetzt. Film, visuell. Jetzt weiß ich's. Ja, du musst es ja sehen. Der Zipfel und die Bällchen. Ja. Ist es das? Ja, du bist schon richtig. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Der Zipfel und die Bällchen.
Keine guten News? Ja. B ist richtig. Mokka-Trüffelparfait mit Zitronencreme-Bällchen. Ausgerechnet eine Loriot-Frage, da wird mich Thorsten schlachten. Er liebt Loriot? Ja? Ja. Ja, aber bitte nicht schlachten. Einfach weiter lieb zueinander sein und mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja noch rumgebogen. Ist ja auch nur ein 1:0. So spielen wir weiter. Wie heißt die Kunstsprache, die eigens für die Produktion des Serienerfolges Game of Thrones entwickelt wurde? Volapük? Dothraki? Oder Sindarin? Oh Gott, das man ist hätte ihn vorher nicht zanken dürfen. Ich habe nur so getan. Ich wollte ihn unter Druck setzen. Ist nicht, hat nicht hingehauen, ne? Das können wir so schnell noch nicht sagen. Sie haben gedrückt. Ja, also ganz offensichtlich wusste es Bulli nicht. Und ich wollte hier einfach Druck machen. Ein bisschen Druck machen. Glauben Sie es zu wissen, oder? Ich weiß es. Ich habe die Serie geguckt und die Dothraki sind ja das Volk, die, wie heißt sie nochmal, die Khaleesi aufnehmen. Okay. Und ja, ich weiß auf jeden Fall, dass das Teil von Game of Thrones ist. Ja. Ist dem irgendwas entgegenzusetzen? Naja, es scheint ja... Sindarin ist, glaube ich, von Herr der Ringe auch irgendwie... Ach ja, Sparte. Stimmt. Dann... Ich. Und Volapük kenne ich nicht. Ich glaube, das ist ausgedacht, oder? Vielleicht. Volapük? Ja. Volapük, das kann ich lösen, ist eine Welthilfssprache. Ah, okay. Also sowas wie Esperanto. Ja, das hätte ich natürlich gewusst. Ich kenne aber kein Wort. Richtig ist B. Punkt für Martin Kindrup. Zurück im Spiel. 1:1. Alles offen im dritten Duell bei Film und Fernsehen, dass wir so weiterspielen. Welche Rolle brachte dem britischen Schauspieler Dev Patel den internationalen Durchbruch? Joe in Kick It Like Beckham, Francis in Darjeeling Limited oder Jamal in Slumdog Millionaire? Beide entscheiden sich für C. Es war jetzt nicht so ein wissendes Draufgehacke und Reingebassere. Oder sind Sie einfach nur ruhig und konzentriert? Ich war gerade ein bisschen irritiert durch diesen zweiten Film. Ja. Weil das ja auch einen indischen Bezug hat. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass der Schauspieler aus Slumdog Millionär ist. Ich bin ähnlich vorgegangen. Also Kick It Like Beckham konnte ich mir jetzt auch nicht so recht vorstellen. So. Und dann habe ich zwischen B und C und um mal nicht immer B zu nehmen, habe ich jetzt mal C genommen. Richtig ist, Dev Patels Durchbruch gelang ihm als Jamal in Slumdog Millionaire. Zwei aus der Champions Loge kommt fairer Applaus. Und hier nochmal schnell zur Erinnerung, wer die nächste Frage alleine richtig beantwortet und so weiter und so fort. Sie lautet. Guten Morgen. Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Sagt die Hauptfigur in Forrest Gump, die Truman Show oder Und täglich grüßt das Murmeltier? Ja. Wisst ihr, was ich einmal möchte? Bitte. Ich möchte einmal genauso schnell lösen, wie ihr eingeloggt habt. B ist richtig, die Truman Show. Jim Carrey als Truman Burbank in Die Truman Show. 3:3. Für diejenigen Zuschauer, die dazukommen, wenn wir hier unentschieden haben, spielen wir hoch bis 5:5 maximal. Danach gäbe es dann eine Stichfrage. Aber soweit sind wir noch nicht. Vielleicht fällt die Entscheidung ja mit dieser Frage. Welcher Moderator versuchte mit zwei Kollegen bereits 1980 mit Rappers Deutsch den Deutschrap hierzulande zu etablieren? War das Thomas Gottschalk oder Ilja Richter oder Rudi Carrell? Also Bulli hat sich selbst schon mal einen Vorschlag gemacht, so kann man sagen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er das weiß. Ja. Ja. Dann muss jetzt nur noch einer sich trauen. Muss man mal nachdenken.
Ich mach mal, weil er kann ja dann noch nachdenken. Ja, 10 Sekunden. Muss aber nicht. Also nachdenken sollte man immer, aber ja. Genau. Jeder ist hier aber frei. Aber er ist so sympathisch. Es sind dann nur noch 7 Sekunden, aber bitte. Ja. Oder Sie. Auf jeden Fall haben sich mal beide gleich entschieden. Okay. Das ist eine gute Nachricht. Ja, ich bin ganz Man muss sich das mal vorstellen. Also, Bulli drückt, Sie sind ja nicht sicher mit Ihrer Antwort, wenn ich das richtig einschätze. Ich bin überhaupt nicht sicher. Überhaupt nicht. Nein. Wollen Sie noch ändern? Nein. Okay. Wäre ja auch nicht gegangen. Aber das muss man sich mal psychisch vorstellen. Also, er drückt, dann hast du noch 7 Sekunden und denkst, soll ich noch mal? Und es ist ja nur eine kleine Berührung. Genau, das ändert alles. Ja, ja. Und dann muss man sich ja noch mal zurückbesinnen auf das, was man sich vor der Sendung gesagt hat. Nicht unter Druck verändern, keine Harakiri-Aktionen. Richtig ist Thomas Gottschalk. Ja. A. Du wusstest das? Kannst du dich ja, daran erinnern? Ja, ich wusste es. Also zum einen wusste ich es und zum anderen kann ich mir also jetzt Rudi Carrell als Deutschrapper jetzt nicht so vorstellen. Also, aber Ilja Richter vielleicht schon, oder? Ja, richtig. Ja, aber der Thomas Gottschalk war zusammen, glaube ich, mit Fritz Egner damals bei Bayern 3. Und ja. Der Dritter war noch dabei und die haben das dann gemacht. Ne? Ja. Also nach meinen Informationen waren es Frank Laufenberg und Manfred Sechshauer. Sechshauer vom Saarländischen Rundfunk. Ne? Genau, das wollte ich sagen. Aber er war auch mit Fritz Egner bei Bayern 3. Das ist alles richtig. Das ist, es stimmt, wie stimmt. 4-4. Die Sache wird zunehmend spannend und findet ihr Ende möglicherweise mit der Beantwortung dieser Frage. In welcher Fernsehserie geht es um die vielfältigen Intrigen zwischen Jana Liekam, Gabriel Fenger und Christelle Leblanc? In Borgen, in Babylon Berlin oder in Bad Banks? Na, da liegen wir ja wohl nicht so schlecht mit den Fragen. Boah. Also die gute Nachricht, ich habe alle drei nicht gesehen. Keine Ahnung. Nee. Wo hat er denn gedrückt jetzt? Sag mal. Ja, gegen eine kleine Schutzgebühr würde ich diese. Kannst du die Namen noch mal vorlesen? Ja. Jana Liekam, Gabriel Fenger und Christelle Leblanc. Borgen, Babylon Berlin, Bad Banks. Noch 7 Sekunden, von denen jetzt noch 5 übrig sind. Ui. Wir haben vorhin noch drüber gesprochen. Hast du es gesehen? Vorhin sagt sie noch zu mir, hast du Bad Banks schon gesehen? Und ich sag nee. Und das habe ich jetzt davon. Ja, das hat er jetzt davon. So. Bad Banks ist gut? Wahnsinn. Richtig gut, ach, ja? Also 10 Minuten erzählt sie mir davon und ich Depp frag nicht, wer mitspielt und um was geht's oder so. Weißt du, dann hätte ich das jetzt gewusst. Läuft Ihnen ZDF? Sendung? Ja. Serie? Ja. Ja. In der Mediathek übrigens, immer noch abrufbar. Ja. Richtig gut. Also kann ich mal wirklich Werbung machen. Super. Möchtest du lösen? Super. Bad Banks, herzlichen Glückwunsch, Marco. C ist richtig und damit gewinnt Martin Kintrup das dritte Duell. Boah, wenn man jetzt das auf dem Monitor mal sieht, diese drei grünen Kreuze. Das ist, Sie haben das Bergfest schon hinter sich. Sehr gut aus. Jetzt geht es langsam zum Nachtisch rüber. Ja. Ach so, wir sind ja immer noch im Menü. Das richtig. Ist, also aber vielleicht noch eine Frage habe ich noch. War das jetzt geraten oder gewusst? Ausschlussprinzip, weil Borgen ist ja skandinavisch, die Serie. Die Namen klangen jetzt aber überhaupt nicht skandinavisch. Fand ich und schon. Babylon Berlin, da geht es, glaube ich, weniger um Intrigen als um Kriminalfälle. Oh, so auch Intrigen. Ja, und aber, wie? Ja, ja? Aber ja, vom okay. Allerzartesten. Ja, ja, aber ich habe jetzt nur mal Bad Banks geraten. Ja. Und es war ja wohl richtig. Richtig raten ist ja auch kein Frevel. Glückwunsch zum dritten Grünen Kreuz. Hab eine schlechte Nachricht für Sie. Es geht mit Professor weiter. Guido Knopp weiter. Zeitgeschichte. Ja. Gestatten Knopp. Professor Guido Knopp. Geschichtskenner und Kandidatenschreck. Ihr Duell in der Kategorie Zeitgeschichte. Und das kann wirklich alles sein. Und er weiß sehr, sehr viel. Guido, herzlich willkommen. Guten Hallo. Abend. Schön, dass du erneut beim Quiz-Champion dabei bist. Wollen wir gleich loslegen? Ja, sehr gerne. Dann beginnt das Duell Zeitgeschichte zwischen Professor Guido Knopp und Martin Kintrup so. In welchem Bundesstaat beginnen traditionell seit 1972 alle 4 Jahre die Vorwahlen zur US-amerikanischen Präsidentschaftswahl?
In Iowa, in Montana oder in Kalifornien? Dieses freundliche, gewinnende Lächeln, dieses gönnerhafte. Diese, ja. Mir doch egal, wann du verlierst. Oh, eben. Ja, also sicher war ich mir da auch nicht. Mhm. Aber ich habe es irgendwie vermutet. Okay. Guido, du weißt. Man erinnert sich, dass bei diesen Vorwahlen. Nein, man erinnert sich nicht, aber du erinnerst dich offensichtlich. Ja, also alle müssen durch diese Mühle der Vorwahlen und die beginnen halt in Iowa. Da gibt es auch wunderbare Spielfilme zum Teil darüber, auch Dokus, wie Bill Clinton da durchmarschiert. Also es ist Iowa, ganz eindeutig. Okay, dann wollen wir das nicht weiter in die Länge ziehen. Sagen okay. Einfach, A ist richtig. Eins, nächste Frage. Erst seit etwas mehr als 50 Jahren. A. Sind in Großbritannien 100 Pence genau ein Pfund? Beträgt die Netzspannung in Deutschland 230 Volt? Tja, Zeitgeschichte, Guido. Ja. Oder C. Wird in Schweden rechts statt links gefahren? Ja. Wir haben ja immer gesagt, aus dieser Sendung geht man klüger raus, ja, als man reingekommen ist. Ja, geht man klüger raus, als man reingekommen ist. Eindeutig. Das jetzt ist Hardcore-Zeitgeschichte, eindeutig. Ja, ja. Werden viele Menschen wissen, was erst seit etwas mehr als 50 Jahren Fakt Schweine ist. Ist zu wissen. Oi. Jetzt wird's ernst. Ja. Schweden rechts statt links? Das mit der Währung, ja? Guido, das müsstest du erklären. Also, ich weiß es nicht, aber die Briten hatten ja immer ganz merkwürdige Usancen und hatten da mal auch statt 100 vielleicht mal 20 irgendwas anderes. Und daraus bildete sich dann ein Pfund. Also, ich sag mal, die Briten waren so Ende der 60er Jahre so im Vorfeld zur europäischen Gemeinschaft. Mhm. Und da konnte ich mir vorstellen, dass sie so als Vorleistung vielleicht 1 zu 100 das gemacht haben. Aber wie gesagt, ich habe es geraten. Also das muss ich jetzt mal mit allen Komplimenten. Das ist wirklich, also Ende 60er Jahre hast du gesagt? Ja, ja. Ja? Es geht um bei der britischen Währung um 1971, also wirklich zeitlich sehr nah dran. Und tatsächlich hatten die eine Sixpence-Münze. Und sie hatten ein anderes Rechensystem. Yeah. Und das Dezimalsystem ist tatsächlich erst 1971 eingeführt worden. Aber 100 Pence waren immer ein Pfund. Richtig ist C. Yeah, in Schweden wird rechts statt links gefahren. Sie führen 2-1 im Duell Zeitgeschichte. Überraschung. Und das jetzt, jetzt seien Sie mal nicht so zurückhaltend, jetzt ja, genießen Sie mal den. Das ist mein Angstgegner auf jeden Fall. Das ist Ihr Angstgegner? Einer von zweien. Da sitzt oh. Der Nächste. Können diese Augen Leid zufügen? Ja. Das heißt, Sie haben sich die beiden härtesten Brocken zum Ende aufgehoben. Ja, aber so passt es doch. Marlies sitzt entspannt. Mal gucken, was passiert. Sie führen 2-1. Wenn Sie die nächste Frage alleine richtig beantworten, gewinnen Sie dieses Duell und haben einen harten Brocken, also für Sie harten Brocken, aus dem Weg geräumt. Hier ist die Frage. Welcher dieser zwischen 1806 und 1871 bestehenden Staatenbünde umfasste das größte Gebiet? Der Deutsche Bund, der Rheinbund oder der Norddeutsche Bund? Ach nee, ist ja. Wollen Sie es noch ändern? Jetzt geht's ja nicht mehr. Aber Sie, was hätten Sie genommen anstelle dessen, damit wir nachher... Ich habe jetzt noch mal so ein bisschen an Napoleon zurückgedacht und habe jetzt überlegt, ob es vielleicht doch der Rheinbund war. Okay. Aber ich weiß es nicht. Bis da. Ja, nee, keine Ahnung. Also man macht sich dann auch wirklich völlig verrückt. Hm? Warum haben Sie dann Deutscher Bund genommen? Klingt so schön groß. Ja, was heißt das? Also nee, also ich bin... Ja. Es gibt ja den Deutschen Bund, auf jeden Fall. Ja, und, dann auch.
von den Größen her konnte ich da einfach nur raten. Okay, aber Deutsch vielleicht größer als Norddeutsch und Rhein da nur ein Flüsschen lang und... Ja, Guido, sei ganz ehrlich, hast du geraten oder hast du es gewusst? Gut, dass er es nicht geändert hat, denn der Rheinbund, den gab es nur bis 1815 von Napoleons Gnaden. Der war relativ klein, von Napoleons Gnaden eben, so wie die alte Bundesrepublik ungefähr so groß. Der Norddeutsche Bund war die Vorstufe zum Deutschen Reich. Der war in Norddeutschland bis zur Mainlinie, eine Bismarck-Gründung. Und der Deutsche Bund, der war bis 1866, bis ihn der Norddeutsche Bund ablöste. Da war sogar Österreich dabei, Preußen dabei. Also es war eindeutig der Größte. Und es ist A. A ist richtig. Guido, wenn jetzt... Ich bin ganz sicher, dass jetzt viele junge Menschen vor dem Fernseher sitzen und auf ihre Art und Weise sagen, ey, das ist ja voll krass, was der weiß. Es ist genau richtig, wie du es gesagt hast. A ist richtig, aber das bedeutet, dass Martin Kindrup das Duell Zeitgeschichte gewinnt. Ja, sehr gut. Ja, da kommt zum ersten Mal die Faust. Ja, da kommt zum ersten Mal die Faust. Ja, deshalb habe ich dann gleich als Deutscher Bund, was sie dann genommen hätten, ne? Dann hätten wir schön Späßchen gemacht nachher. Aber es ist ja alles gut gegangen. Und jetzt einmal in die andere Richtung zu Axel Milberg. Ihr nächster Gegner ist ausgezeichnet, zumindest mit jeder Menge Preise. Von der Goldenen Kamera bis zum Grimme-Preis. Kriegt er auch das nächste Duell? Literatur und Sprache gegen Axel Milberg. Herzlich willkommen, Axel. Hallo. Warum Angstgegner? Weil einfach, also nicht weil Herr Milberg mir Angst macht, sondern weil diese Kategorie mir ein bisschen Angst macht. Sie lesen nicht so viel? Ich lese viel, aber meistens eher so Sachliteratur, weniger Romane. Okay. Deswegen Literatur. Also Sachbücher, wenn es um irgendwelche Themen geht oder ja, Biografien, genau. Wird man ja im weitesten auch noch dazu. Okay. Was mich interessiert, aber Literatur ist da ein bisschen hinten dran. Okay. Vielleicht kommt ja ein bisschen was zur Sprache, da fühle ich mich ein bisschen sicherer. Doch, kann man Wünsche äußern. Ja, mal gucken. Sie werden aber nicht erhört. Ja. Das wir spielen das Duell Literatur und Sprache zwischen Axel Milberg und Martin Kindrup, beginnend mit dieser Frage. Welcher Roman trägt als Titel den Namen eines Mannes, der in diesem Roman vehement abstreitet, genau dieser Mann zu sein? Demian von Hermann Hesse, Stiller von Max Frisch oder Ulysses von James Joyce? Ja, schön. Ja. Haben wir den Salat, ne? Ja. Sie haben keines der Bücher gelesen? Nein, muss ich zugeben, nicht. Wir können hier offen reden. Ja, habe ich nicht. Okay, dann, das heißt, Sie haben eigentlich geraten, oder? Ja, ich habe jetzt einfach nur geraten. Okay, gut, das ist ja völlig in Ordnung. Axel, wie war es bei dir? Ich habe auch ein bisschen geraten. Demian kenne ich nicht. Ulysses ist in Anspielung natürlich auf die Odysseus-Geschichte eine meandrierende Wanderung durch Dublin und es ist ein Lebensthema von Max Frisch, die Identität, ich bin nicht ich, ich möchte ein anderer sein, deswegen in vielen seiner Geschichten, Transit Zürich zum Beispiel, es ist in vielen Geschichten von Max Frisch das Thema, die Sehnsucht, dass man ein anderer sein will und aus seiner Biografie ausbricht. Es gilt der alte Satz, wer liest, ist klar im Vorteil. Richtig ist B, Stiller von Max Frisch. Leugnet bei der Einreise in die Schweiz, dass er dieser vermisste Bildhauer Stiller ist. Okay. 1-0-Führung für Axel Milberg, aber wir haben ja schon in einem Duell eine 1-0-Führung wieder gedreht. Ja. Warum soll dieses kleine Quiz-Kunststück nicht ein zweites Mal gelingen?
Er hat mich auch so motiviert, weil er gesagt hat, davor hat er Angst vor dieser Kategorie, dass ich dachte, oh Gott, ich weiß wahrscheinlich gar nichts, er weiß alles. Und ich bin jetzt so unter Druck geladen, dass ich mithalten kann, dann war weil das ein er taktischer bis jetzt Fehler absolut großartig war. Genau. Vier grüne Kreuze und jetzt das Duell Literatur und Sprache, dass wir mit dieser Frage weiterspielen. Von Präsentismus ist die Rede, wenn jemand A. trotz Krankheit zur Arbeit kommt, B. zu sehr auf sein Äußeres bedacht ist oder C. permanent seine Vergangenheit leugnet. Präsentismus. Das ist jetzt mal zumindest nicht Literatur, sondern Sprache. Mhm. Horst guckt gerade so, als sei er froh, dass er diese Frage nicht beantworten muss. Sagen wir mal so, ich würde was herleiten, aber höchstwahrscheinlich würde ich mich um Kopf und Kragen dabei sprechen, um es zu erklären. Aber ich hätte so eins, wo ich sagen würde, das müsste es für mich sein. Wir sprechen gleich darüber. Ja, eins könnte ich auch ausschließen, glaube ich. Ui. Ja. Sie könnten jetzt noch 7 Sekunden ändern. Ich muss noch mal. Aber Sie müssen nicht. Ja, Sie können, Sie müssen nicht. Eine Sekunde. Wenn Sie geändert, also Sie haben sich entschieden für B. Ja. Zu sehr auf sein Äußeres. Weil das ja nun auch Eitelkeit ist, aber. Okay. Aber im Prinzip kann man ja alles herleiten. Präsentismus, weil man halt präsentieren möchte. Mhm. Oder das wäre B. Ja. Weil man präsent sein möchte bei der Arbeit. Ja. Oder weil oder man die Vergangenheit leugnet. Also und im Präsenz. Horst, erklär du uns das doch. Ja, also ich erkläre es sehr gerne, weil ich bin mir ganz sicher zu wissen, wie es ist. Also A würde ich schon mal komplett ausschließen. Trotz Krankheit zur Arbeit kommen kann natürlich sein, man ist präsent, man ist da. Aber dieses Wort wurde dafür, glaube ich, nicht extra erfunden. Okay. B würde ich auch ausschließen, zu sehr auf sein Äußeres bedacht zu sein. Gibt es sehr viele, aber das sind eher eitle Fatzke, die mehr Wert aufs Äußere legen als aufs Innere. Und deswegen würde ich sagen, ist es C für mich, permanent seine Vergangenheit zu verleugnen, heißt nicht, dass er seine Vergangenheit nicht mag oder sie nicht wahrhaben will, sondern er möchte heute und jetzt im Hier und Jetzt wahrgenommen werden und nicht in Verbindung gebracht werden mit der Vergangenheit, weil okay, die ist ja vergangen. Aber müsste es dann nicht Präsenzismus heißen? Weil es heißt ja Präsenz und nicht Präsent. Ja, das sind jetzt Fachfragen natürlich, mit denen du um die Ecke kommst. Also, aber nach dem stabilen Vortrag gibt es nichts anderes als C. Eigentlich gar nichts anderes. Dann nee, C, B, können noch ein bisschen, aber was ja, konntest, ne, du, was ja, konntest ja, du kategorisch ausschließen? Wahrscheinlich A, weil es das ist. A ist richtig. Trotz Krankheit zur Arbeit kommen. Aber das ist ja, etwas nicht zu wissen, ist ja völlig in Ordnung. Man muss nur stabil das Gegenteil behaupten. Das habe ich gelernt. Ich bin im 21. Jahr mit meinem Täubchen zusammen und ich habe geübt, 21 Jahre lang fest bei meiner Meinung zu bleiben. Ja. Gut, das ist im Liebesleben offensichtlich die richtige Entscheidung. Im Quiz, so lala. Für Sie ein bisschen doof, weil Axel falsch haben wir nicht so oft. Ja. Ja. Ne? Aber auch gar nichts weiter. Hätte er es jetzt richtig gehabt, hätte es natürlich noch schlechter ausgesehen. Ich dachte die ganze Zeit, es ist A, A und man will aber einen zu C bringen. Hm. Und hier, da ist es A. Weil A so abwegig ist, ich habe es immer geahnt, es ist eine Falle. Was Jammer. 1-0 weiterhin für Axel Milberg. Marlies, leiden Sie so ein bisschen da oben jetzt? Ich fiebere mit. Sie fiebern mit? Ja. Mit ihm oder mit ihm? Mit beiden. Mit beiden. Wie hätten Sie es denn gern? Soll er ausscheiden oder soll er da hochkommen zu Ihnen? Also hier ist noch viel Platz. Das ist eine sehr freundliche Antwort, aber keine auf meine Frage. Das müssen Sie auch nicht. Es ist ja ein Spiel, in dem es um sehr viel geht. Aber Sie würden sich für die Dauer der Sendung da oben gut verstehen. Doch, ich denke schon. Habe ich ein sehr gutes Gefühl. Ja, bitte sehr. 1-0 Milberg, weiter mit dieser Frage. Welche literarische Figur taucht sowohl im Titel einer Schrift Luthers als auch in einem Goethe-Drama auf? A. Schwarzer Peter, B. Hans Wurst oder C. Dummer August?
klammern. Axel wollte schon buzzern, aber ist jetzt zurückgezuckt. Jetzt hat Martin gebuzzert. Du könntest dich umentscheiden, musst aber nicht. Alles Hände weg vom Buzzer. Wissen Sie es hier im Publikum? Nur mal ganz kurz, nur die Hand hochheben, wer es sicher weiß im Publikum. Ich gucke mal durchs ganze Publikum und sehe keine einzige Hand. Doch, da oben. Da oben eine sehr nette. Ganz sicher? Ja, eine Meldung. Die Herrschaften müssen auf die Toilette. Ist das richtig? Sie haben es gelesen, Sie wissen es, es ist... B ist richtig? Stimmt, B ist richtig, Hans Wurst. Viel Wissen am Start. B richtig. Axel Milberg führt mit 2-1 in diesem fünften Duell. Das heißt, wenn er die nächste Frage richtig beantwortet, dann können wir hier nur noch ganz tapfer sein. Ja. Ja, aber dann möchte ich Ihnen schon mal sagen, es macht großen Spaß mit Ihnen. Und ich könnte es auch durchaus ertragen, weiter mit Ihnen zu spielen. Aber es ist das härteste Quiz Deutschlands. Und es geht mit dieser Frage weiter. Welchen hymnischen Essay verfasste der 2008 verstorbene US-Autor David Foster Wallace über einen Sportler und dessen Sportart? Federer als religiöse Erfahrung, Bolt als übernatürliche Erkenntnis oder Messi als spirituelle Erscheinung? Das sind aber einfache Fragen. Also, jetzt mal rein vom Sportlichen betrachtet, Katrin, könnte man sagen, alles Titel, die gehen. Ja. Der Tennisspieler als religiöse Erfahrung, der Sprinter als übernatürliche, hoffentlich natürliche Erkenntnis oder Messi als spirituelle Erfahrung. Federer als religiöse Erkenntnis? Erfahrung, Erfahrung, Entschuldigung, Erkenntnis war ja übernatürlich, verbaut, ja, Erfahrung. Ja, habe ich halt gedacht, dass das stimmen könnte. Und die anderen könnten auch stimmen. Ja, aber Bolt, ich glaube, ich kenne ein bisschen von David Foster Wallace und ich hätte ihn jetzt nicht in Richtung Fußball oder Leichtathletik irgendwie gesteckt. Axel, was hat dich bewogen, hier A zu nehmen? Federer ist schon lange dabei. Wallace ist vor 10 Jahren gestorben. Hat er sich das Leben genommen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube nicht Messi. Wenn, könnte es auch Bolt sein. Hatte Bolt, müsste ich selbst machen, hat er 2008 in Peking zum ersten Mal die ganzen Goldmedaillen gewonnen? Bolt, ja. Das ist 10 Jahre her. Aber, dann, aber ich glaube, das Buch hätte er ja auch noch schreiben müssen vorher. Ja, also insofern ist das mit 10 Jahre her vielleicht kein schlechter Zugang. Und Federer ist ja stabil länger schon dabei. Der ist ja fast im 20. Ja, aber es kann auch Bolt sein. Es ist wahrscheinlich Federer. Wollen wir lösen? Ist ja schon so lange dabei, ja. Sie wissen, was die Konsequenz wäre. Ja, ich bin raus. Naja, aber eigentlich sind Sie sowas von drin, weil Sie ein super Kandidat sind. Richtig ist A, Federer als religiöse Erfahrung. Wirklich schade. Entschuldigung, ich bin sonst nicht so touchy, aber das ist wirklich schade. Nochmal ganz kurz. 4 grüne Kreuze. Und im letzten, wirklich harten und schweren Duell, in der allerletzten Frage an einem großartigen Experten gescheitert. Sie können hier sehr erhobenen Hauptes rausgehen. Sie sind ein großartiger Kandidat und Sie wissen sehr, sehr viel. Danke fürs Mitspielen. Ja? Alles gut. Vorsichtig. Ein starker Gegner. Doch am Ende hat es gegen Axel Milberg nicht gereicht. Danke fürs Kommen, aber Sie sind leider raus. Martin Kindtrop. Wow. Was? Vielleicht hören Sie es im Hintergrund, da gibt es Applaus von den anderen Kandidatinnen und Kandidaten. Also wirklich eine Respektbekundung. Was ein toller Kandidat. Und so ruhig hier gestanden und so. Ganz toll. Ganz unaufgeregt. Außergewöhnlich. Wirklich toll. Aber im härtesten Quiz Deutschlands gibt es keine Kompromisse. Was es gibt, sind weitere Kandidaten. Wo sie ist, gibt es etwas zu entdecken.
Mein Name ist Simone Quielitz, ich bin 32 Jahre alt und Sales Managerin aus Berlin. Und immer da, wo sie ist, gibt es etwas zu lernen. Mein Steckenpferd ist aber Geschichte und die kann ich hier erleben. Simone Quielitz begeistert sich für Naturwissenschaften, für Dokumentationen über Planeten, Pflanzen und Tiere. Dinosaurier fand ich schon immer faszinierend. Ich kann mir kaum vorstellen, dass diese riesigen Lebewesen einst unsere Erde bevölkerten. Früher als Kind wollte ich immer Paläontologin werden, so wie Dr. Grant in Jurassic Park. Was sie sieht und hört, kann sie sich merken. Simone ist sehr wissbegierig. Also die hat so viel Energie, dass sie sich abends noch irgendwie hinsetzt und dann irgendwelche Bücher studiert und liest, da wo ich sage, um Gottes Willen, das finde ich schon sehr besonders. Besonders auch, dass der Filmfan auf der Straße manchmal verwechselt wird. Ach ja, und Filme mit ihr mag ich besonders gern. Wieso wohl? Und während Annette Frier sich herzlich amüsiert, ist Simone Quielitz bereits zum nächsten geschichtsträchtigen Schauplatz weitergezogen. Simone schreibt auch, deswegen hat sie immer ihr kleines Notizbuch dabei, um Ideen sofort eintragen zu können, zum Beispiel wenn sie in der S-Bahn sitzt oder wenn sie irgendwo unterwegs ist. Genug kriegt die 32-Jährige eigentlich nie. Selbst gegen das Fernweh hat sie ihre Mittelchen. Der geht nach Kopenhagen und von dort kommt man prima nach Grönland. Da will ich auf jeden Fall auch mal hin. Langweilig wird es mit ihr jedenfalls nicht. Ich werde Quiz-Champion, weil ich ein wandelndes Lexikon bin und mein Wissen bildlich abgespeichert habe. Dann wollen wir die Kapazität mal überprüfen und begrüßen Simone Quielitz. Hallo. Sie hören schon, die Menschen freuen sich auf Sie. Ja, wunderbar. Simone, gut, Sie hier zu haben. Alles im Lachs soweit? Ja, ein bisschen nervös. Tatsächlich, ja. Ja, ist ja ein bisschen aufregend. Es sind aber viele Menschen, sehr wohlmeinende Menschen hier. Mhm. Die möchten ganz lange und ganz viel von Ihnen wissen. Mhm. Insbesondere natürlich richtige Antworten auf lustige Fragen oder interessante Fragen. Und jetzt gleich in diesem kurzen Vording hier 7 richtige Antworten innerhalb von 60 Sekunden. Mhm. Ja? Alles klar. Dann machen wir hier auch noch mal schnell den Akustik-Check. Sie können mich gut verstehen auf diese Distanz? Ja. Mhm. So, ich würde auch näher kommen. Dann. Ja, so ist gut. So ist gut, ja, dann bleibe ich hier stehen. Dann beginnt das Duell mit Simone Quielitz jetzt. Welches Säugetier gilt als König der Tiere? Der Löwe. Richtig. Wofür steht im Erziehungswesen die Abkürzung Kita? Kindertagesstätte. Richtig. In welcher Stadt liegt der weltbekannte Markusplatz? Venedig. Richtig. Wie viele Rotoren nutzt ein Quadrocopter insgesamt, um in die 4. Luft zu steigen? Richtig. Über welches Organ nehmen Fische Sauerstoff auf? Die Kiemen. Richtig. In welchem Jahr wurde Angela Merkel erstmals zur Bundeskanzlerin gewählt? 2002. Falsch. 5. Wer brachte mit Shape of You einen der erfolgreichsten Songs des Jahres 2017 heraus? Weiter. Ed Sheeran. Aus welchem Land stammt der Bestsellerautor Haruki Murakami? Japan. Richtig. Auf wie vielen Scheiben insgesamt zielt ein Biathlet pro Schießdurchgang? Weiter. 5. An welchem Ozean liegt die Küste von Namibia? Atlantischer Ozean. Richtig. Wer ver- Geht doch. Ach. Geht doch. Bei Ed Sheeran waren Sie raus. Oder? Ja, also das, jetzt im Nachhinein, der Song sagt mir was, aber in dem Moment war I'm in love with the shape of you. Ja, man, das, genau, da kommt man gar nicht dran vorbei. Das ist, ja, das stimmt. Ja? Haben Sie hier schwere Brocken? Ist Ihnen alles gleich lieb? Also meine Lieblinge wären Zeitgeschichte und Literatur und Sprache, aber an sich mag ich alle Kategorien. Entschuldigung, das wären Ihre Liebsten? Ja. Da hätten Sie sich mal mit Martin zusammentun, wenn Sie hier als glänzendes Team aufgetreten. Ja? Okay, ich weiß sowieso nicht, wie es losgeht. Mhm. Und um die ganze Wahrheit gleich vorneweg zu sagen, wenn Sie da oben in die Loge möchten und kein Mensch hat was dagegen, dann müssen Sie sowieso alle gewinnen. Richtig, genau. Das ist das Spiel und das beginnt mit dieser Kategorie. Zufallsgenerator ab. Ha, na bitte sehr, hier gehen noch Wünsche in Erfüllung. Zeitgeschichte. Geschichtsträchtig geht's weiter. Spielen Sie jetzt Ihre Lieblingskategorie Zeitgeschichte gegen Mr. History, Professor Guido Knopp. Haben Sie Zeitgeschichte so gerne, weil Sie es einfach interessiert, weil Sie glauben, viel zu wissen oder weil Sie Guido ein bisschen gern haben? Von allem ein bisschen. Na dann, möchte ich diesem Glück nicht im Wege stehen. Und wir beginnen das Duell Zeitgeschichte zwischen Professor Guido Knopp und Simone Quielitz mit dieser Frage.
Welcher Slogan prangt auf dem Dach eines Erfurter Bürohauses, um damit an den Besuch eines Bundeskanzlers zu erinnern? Helmut Kohl, wo bist du? Willy Brandt ans Fenster? Oder Helmut Schmidt, wir lieben dich? Ich schwanke noch. Ja? Simone Quillitz, 32 Jahre jung, entscheidet sich für Helmut Schmidt, wir lieben dich. Guido Knopp, 32 und noch ein bisschen Jahre alt, entscheidet sich für Willy Brandt ans Fenster. Sie schwanken zwischen Willy Brandt und Helmut Schmidt. Weil? Beides möglich oder? Ja, beides erschien mir irgendwie sinnvoller als Helmut Kohl, wo bist du? Also das habe ich sofort ausgeschlossen. Einfach wegen der sprachlichen Geschichte? Genau. Okay. Guido, du hast dich für Willy Brandt entschieden. Ja. Weil Helmut Schmidt auch mal in der DDR war, dieser berühmte Besuch bei Honecker am Zug, wie wir damals sagten, Lago Ferbellino da oben, wo die ganze Stadt, die er besuchte, von Stasi-Leuten bevölkert worden ist. Honecker gab ihm zum Schluss noch ein Bonbon. Ein Bonbon für die Reise. Aber der berühmte Besuch von Willy Brandt 1970, sein erster Besuch als Kanzler in der DDR, war in Erfurt und er war an dem Hotel gegenüber vom Bahnhof und die Leute waren wie enthusiastisch und riefen Willy Brandt ans Fenster. Und er ging ans Fenster, aber hat nicht jetzt großmännisch sozusagen die Leute an sich gerissen, sondern so gemacht, die deutsch-deutschen Beziehungen wollte er nicht belasten mit einer imperialen Geste, sondern hat das wirklich, ja, hat es staatsmännisch gelöst. Aber es war ein großer Moment, ein großer Moment. Und deswegen prangt da oben dieses schöne Zitat Willy Brandt ans Fenster, was die Leute gerufen haben. Sie sind mir nicht böse, wenn ich dem nicht widersprechen kann. Alles in Ordnung. Aber einigen wir uns doch einfach darauf, man hört ihm einfach gerne zu. Ja, genau. Insbesondere, weil er so viel weiß. Ja. Richtig ist B, Willy Brandt ans Fenster. Weil er war dort gemeinsam mit Willy Stoff, oder? Und die DDR-Nachrichten haben DDR-Ministerpräsident. Haben es noch versucht darzustellen, dass diese Willy-Rufe auch Stoff hätten gelten können. Dann kamen schnell herbeigekehrte Stasi-Leute, die riefen dann hoch, hoch, Willy Stoff und solche Geschichten. Ja. Alles sehr künstlich. Hat aber nicht funktioniert, also richtig ist B. Guido Knopp geht mit 1:0 in Führung. Ist übrigens keine Schande, weil er ja wirklich viel weiß. Sie sind nicht alleine hier. Wen haben Sie mitgebracht? Ich habe meine ehemalige Mitbewohnerin mitgebracht. Die wohnt jetzt in Hamburg, ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Und sitzt dort. Herzlich willkommen, Annelie. Genau. Die nächste Frage ist bestimmt was für Sie. Ich kenne Sie noch nicht, aber ich behaupte das mal. Sie lautet: Was erfand der Fabrikdirektor Johann Christoph Rath 1843, um seine beständig klagende Ehefrau zu besänftigen? A. Den Zuckerwürfel, B. Das Zopfgummi oder C. Zahnseide? Ich bin ja froh, dass da die Vorschlaghammer gekommen ist. Du weißt es auch, ne? Horst weiß es wieder. Ja, ja. Oh, er hat stabil gute Laune. Weißt du's? Nein. Aber ich kann mir vorstellen, warum klagt eine Ehefrau, das ist jetzt so eine reine Fantasie, wenn sie ihre Haare nicht bändigen kann, und ein Zopfgummi, könnte ich mir vorstellen, hilft da Mitte des 19. Jahrhunderts ab. Aber Zahnseide hätte auch helfen können, pausenlos da irgendwelche... Hätte auch, aber man hat das Gefühl, das hätten eigentlich die Chinesen erfinden sollen, Zahnseide, sowas. Wegen Seide? Zum Beispiel. Okay. Und Sie sind wie vorgegangen, Simone? Also ich habe mir überlegt, dass es den Zopfgummi meines Erachtens schon länger gab. Also, und ich habe überlegt, vielleicht die Frau hat, oder sie hatten zusammen öfter Besuch und sie musste sowas wie Tee oder ähnliche Getränke reichen. Und mit dem losen Zucker war ihr vielleicht nicht so angenehm, ging vielleicht öfter daneben oder so. Deshalb ist ein Zuckerwürfel. Und der ist Fabrikdirektor. Deshalb dachte ich, eine Fabrik und Zuckerwürfel und so dieses, dass er dann in Denken vielleicht von ihm. Ich
Ich habe den Eindruck, zum Zuckerwürfel tendiert. Ich habe den Eindruck, dass Horst das weiß. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass er es erklärt. Horst, ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Ja, also A ist tatsächlich richtig mit Zuckerwürfel. Das weiß ich aber nicht, warum oder wieso oder wie er es erfunden hat. Ich weiß es nur, weil ich es tatsächlich gelesen habe, dass er diesen Zuckerwürfel und dass das aus England kommt. Ja. Weil damals ging es mal mit einer Wette drum, wer hat es erfunden. Und aber jetzt, wenn du das so erklärt hast, hat sie Angst, dass sie falsch geantwortet hat. Nein, aber sie kann ausnahmsweise mal beruhigt sein. Da bin ich ganz sicher. Ich bin mir mehr als sicher. Ja. Der Mann war Fabrikdirektor und bis dahin gab es gar nicht den losen Zucker, sondern Zucker wurde immer von diesem Zuckerhut so abgeklopft. Ah, okay. Und das hat ewig Sauerei gegeben. Und er war Direktor einer Zuckerraffinerie und seine Frau hat gesagt: Mach endlich einen Würfel. Gesagt, getan. A ist richtig. Ich bin wieder im Spiel. Ja. 1-1. Einmal was richtig. Willkommen zurück im Spiel. Vielen Dank. Alles gut. Und geht so weiter. Welcher US-Bundesstaat trägt seinen Namen zu Ehren der englischen Königin Elisabeth I.? Virginia, Georgia oder Maryland? Das sind auch Fragen hier. Ne? Ja. Ja. Ganz schön knifflige Fragen. Haben wir ja gesagt, ne? Dass das hier kein Spaziergang wird, war klar. Genau, richtig. Mhm. Wenn er so guckt, ne? Wenn er so gute Laune hat, dann denkt man immer, es wird Gründe haben. Ja. Ist auch eine Frage. Soll ich buzzern? Ja. Oder sie braucht den Druck. Super. Ja, genau, richtig. Ja, also gut. Muss ich jetzt auch noch mal buzzern? Sie können buzzern, aber bitte sehr. Können Sie besser unter Druck? Manchmal ja. Bei so kniffligen Fragen ja. Wir können uns hier sofort vereinbaren und nur noch 2 Sekunden Antwortzeit geben. Ja, oder das so. Ist vielleicht ein bisschen wenig. Ja? Kommt das Sportstudio ein bisschen früher heute? Du hast das gewusst? Oder du hast ja, man nannte Elisabeth I. die jungfräuliche Königin. Und Virgo auf Lateinisch heißt ja Jungfrau. Und sie trug die Jungfräulichkeit jedenfalls wie eine Monstranz vor sich her. Und dieser erste große Staat in den USA, wo viele Pflanzer sich ansiedelten, trug dann ihren Namen. The Virgin Queen, die jungfräuliche Königin. Genau. Besser kann man es nicht erklären, besser kann man nicht antworten. Punkt für beide. Ja. Der Bundesstaat Virginia ist es. Man muss schon einiges wissen. 2-2. Wer die nächste Frage alleine richtig beantwortet, gewinnt das Duell Zeitgeschichte. Wer sich in den 50er Jahren an einem der neuartigen Milchkioske verabredete, traf sich am riesigen Fliegenpilz, Zylinderhut oder Iglu? Ich habe die 50er Jahre noch als Kind erlebt, aber ich kann mich irgendwie nicht erinnern. Ich rate mal. Sie haben eben gesagt, Sie brauchen den Druck. Soll er raufhauen oder? Jetzt vielleicht. Jetzt? Ja. Okay. Also, ich bin gespannt. Ha. Die Taktik müssen Sie mir mal erklären. Also, ich habe jetzt einfach überlegt, wenn ich jetzt ein Kind oder einfach in den 50er Jahren gelebt hätte. Ja. Und mich mit meinen Freunden verabredet hätte, was klingt einfach cooler. Und ich finde, wenn man sich am riesigen Fliegenpilz verabredet, klingt besser als Zylinderhut. Und ich könnte mir vorstellen, dass der halt so ein Dach eben wie ein Pilz hat, falls es regnet, dass man sich da unterstellen kann und seine Milch trinken. Das war auch meine Intention. Aber ihr wisst schon, dass Fliegenpilz sozusagen die Verabredung an einem giftigen Treffpunkt. Aber er sieht einfach nett aus. Rot mit Punkten, genau. Etc. Ja. Macht gute Laune, so ein Fliegenpilz, auch wenn er ja eigentlich das Gegenteil richtig wird. Im Mai 1952 wurde der erste sogenannte Milchpilz aufgestellt. Richtig ist A, Fliegenpilz. Wer das nicht glaubt, in Regensburg gibt es heute noch einen und der wird da auch nicht so schnell abgebaut, weil er seit 2003 unter Denkmalschutz steht. Ein Milchpilz. Es steht 3-3. Weiter Richtung Stechen, vielleicht aber auch Entscheidung mit dieser Frage. Welches dieser Ministerämter in der Bundesrepublik Deutschland bekleideten schon Politiker aus 4 verschiedenen Parteien? Umweltminister, Verteidigungsminister, Außenminister.
Mal nachdenken. Da musst du aber, da hilft denken. Gehen wir's mal durch. Guido Knopp ist gerade auf intellektueller Reise durch die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Hast du schon ein paar Minister durch? Ja, ich habe auch vor allem Parteien durch. Und ich komme bislang noch nicht auf 4. Auf 3 immer. Aber ein Teufelszeug. Nicht auf 4. Das ist ein Teufelszeug, ja wirklich. Am wenigsten weiß ich über einen von den dreien. Da müsste ich ein bisschen raten. Und den gibt es auch noch gar nicht so lange. Ich sag nichts. Aber ich glaube, wenn ich dir einen Namen sage, was ich erst mache, werden wir auflösen. Ja, ja, okay. Dann glaube ich, aber Sie spielen zu Hause mit, sicherlich. Wir wissen von Simone, dass sie Druck ganz gut aushalten kann. Das war ein Hinweis zum Buzzern. Ja. Vielen Dank für die Übersetzung. Ja, soll ich? Ja, gerne. Na gut. Sonst wären wir hier, glaube ich, nie fertig. Wir haben einmal A und einmal C. Also Umweltminister und Außenminister. Also ich kam bei den Außenministern, kam ich nicht auf 4. Da war natürlich die Union, CDU, da war die SPD, da war auch die FDP lange in diesem Ministeramt. Mit Kinkel, mit Genscher, mit Scheel. Genau. Ja. Bei den Verteidigungsministern, das ist eigentlich immer eine Domäne. CSU war Strauß, CDU war von Hassel, andere. Ja, von der Leyen auch. SPD hatte auch Apel und andere Verteidigungsminister. Ja, genau. Es ist das negative Ausschlussverfahren. Deswegen habe ich Umweltminister genommen. Wie sind Sie vorhin? Ich muss gestehen, also ich habe auch zwischen Umweltminister und Außenminister geschwankt und habe mich dann einfach auf mein erstes Bauchgefühl verlassen. Und das Bauchgefühl war? Außenminister. Und ich habe doch gesagt, ich sage dir einen Namen. Darf ich den Namen sagen? Ich finde es ein Hammer, dass ich eventuell was weiß, was er nicht weiß. Das finde ich ein Hammer. Na, folgenden Spaß, weil ich glaube, zu wissen, welcher Name. Ich bin total aufgeregt. Genieß diesen Moment. Ja. Kletter doch mal rüber und sag's ihm ins Ohr. Soll ich? Und, ja, Moment, aber na, Guido, bleib du sitzen und du gehst rüber ins Ohr. Und wir möchten Guidos Gesicht dabei ganz groß sehen. Weil ich glaube, Das ist dass der Hammer, Leute. wir haben es nicht abgesprochen. Wir haben es überhaupt nicht abgesprochen. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Also, in dem Moment, wo du den Namen sagst, den ganzen Namen. Und? Ja, schaffe ich schon. Ich gehe schon mal in die Bar. Wie konnte ich diese Phase einfach übersehen? Wie konnte ich? Aber ja, sag den Namen laut oder? Joschka Fischer. Siehst du? Das wäre der vierte und deshalb geht der Punkt an Simone Quillitz. Ja. Und damit gewinnt sie das Duell Zeitgeschichte. Respekt. Und so ein bei Ihnen ja nicht vorhandener Bauch, der kann ein gutes Gefühl machen manchmal. Ja, manchmal schon. Sie hätten aber jetzt nicht aufzählen können oder so. Nee, das tatsächlich nicht. Ja, Joschka Fischer, ne? Die ganzen FDP natürlich. Willy Brandt war mal Außenminister. Auch mal. Ja. Und für die CDU? Also Adenauer war ja zeitgleich als Bundeskanzler auch Außenminister. Dann war Brentano sein Außenminister. Aber Joschka Fischer, wirklich das eine und einzige Mal, wo ein grüner Außenminister war. Bravo. Grünes Kreuz, das passt ja in diesem Fall. Ja. Und weiter geht's mit Literatur und Sprache. Ihrer zweiten Lieblingskategorie. Er ist ein Meister im Aufklären schwieriger Fälle und Fragen und war schon an so manchem Tatort vor Ort schwierig gegen Axel Neberg. Sie lesen viel querbeet oder? Ja, ziemlich querbeet, wobei ich am liebsten tatsächlich Krimis lese und um da wieder runterzukommen, ein bisschen was fürs Herz. Also typische Frauenliteratur. Oh, okay, aber Krimis auch, dann können Sie auch nicht aufhören und so? Dann... Ja, genau, richtig. Mhm. Okay. Also, eigentlich keine schlechte Voraussetzung und eine lockere, bunte Mischung. Frauenliteratur, Krimis, gut. Sie ist vorbereitet, Axel. Schauen wir mal, genau. Dann beginnen wir das Duell Literatur und Sprache.
zwischen Axel und Simone mit dieser Frage. Die Autorin hatte sich den Fuß verstaucht, hatte Zeit und schrieb für ihre Tochter Geschichten. So entstanden die Romane mit Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren, Harry Potter von Joan K. Rowling oder von den fünf Freunden von Enid Blyton. Da ist der Druck. Am besten kann sie unter Druck. Harry Potter gelesen? Ja. Mhm. Also ich weiß, dass sie lange Zeit hatte. Sie war arbeitslos. Aber du weißt nicht, ob sie sich vielleicht irgendwie auch den Fuß verstaucht hat, ob beides zusammenkam, wie auch immer. Also bei Enid Blyton, die hätte ich ehrlich gesagt ausgeschlossen. Ich habe die fünf Freunde auch sehr gern gelesen. So Kinderbücher sind das, ne? Ja, genau, mhm. Richtig. Sehr spannende Kinderbücher. Mhm. Also die hätte ich von vornherein ausgeschlossen. Okay. Ja, also... Okay, und Axel hat sehr schnell geantwortet, das schien mir wissend. Ja, in der Tat, Astrid Lindgren hatte sich den Fuß verstaucht. Den Namen Pippi Langstrumpf oder so ähnlich im Schwedischen erfand, glaube ich, ihre Tochter. Sie wollte ihr eine Figur schreiben, die mutig ist und ohne Angst ist und so weiter. Und so entstand diese Figur. Sie war Sekretärin und hatte gar nicht daran gedacht, Schriftstellerin zu werden. Und ja, so ist es geschehen. Genau so war es. Karin lag 1941 mit einer Lungenentzündung im Bett und hat dann ihre Mutter gebeten, erzähl mir Geschichten von Pippi Langstrumpf. Richtig ist A, Astrid Lindgren. Haben Sie nicht bei Guido auch 1-0 hinten gelegen? Mhm. Okay, dann wissen Sie ja, wie es geht. Nächste Frage. Welcher vor 200 Jahren geborene Autor schrieb Novellen wie Immensee, Pole Poppenspäler und Hans und Heinz Kirch? War das Theodor Mommsen oder Theodor Fontane oder Theodor Storm? An welcher haben Sie es festgemacht? An Immensee. Immensee, mhm. Storm. Ja. Und Axel hat schon während der Frage sozusagen genickt und hat dann nur noch tapfer abgewartet, bis C gekommen ist. Ja? Ja, es ist natürlich aus meiner norddeutschen Heimat, aus Husum. Husum in dem Fall. Also Immensee und Polo Poppenspäler und Hans und Heinz Kirch und kurz vor seinem Tod auch den Schimmelreiter, den ja viele Schüler sozusagen einmal im Leben ja, da durch mussten. Richtig ist Theodor Storm, C. 2-1, Axel. Es wäre ein guter Moment für ihn, mal was nicht zu wissen. Ja. Aber das ist halt ein bisschen schwer, nicht zu wissen. Also für ihn zumindest. Vielleicht ist gleich Schluss und möglicherweise, und was wir alle hoffen, spielen wir noch locker weiter mit dieser Frage. In welchen dieser Sätze findet sich eine Wendung, die auf einen Buchstaben aus dem griechischen Alphabet zurückgeht? Diese Frage beantworte ich aus dem FF. Oder ich war beim Buzzern ein Müh zu langsam. Oder alle drei Antworten sind eher für Ablage P. Axel hat sich selbst schon mal einen Vorschlag gemacht, so würde ich es deuten. Ja. Diese Frage beantworte ich aus dem FF. Beim Buzzern ein Müh zu langsam oder alle drei Antworten sind für die Ablage P, für Papierkorb. Wer sich sicher ist, kann drücken. Sie kann sowieso besser unter Druck. Und so. Soll ich mal hier drauf drücken auf diese Geschichte? Sie haben sich beide für B entschieden? Sie glauben, das ist richtig? Sonst hätten Sie es ja nicht genommen. Richtig. Axel, glaubt es zu wissen? Ja, ich hatte ein Jahr Altgriechisch, bevor ich mich für Französisch entschieden habe. Alpha, Beta, Gamma, Delta, so fängt es an. Und Mü, Nü, Xü, also es ist tatsächlich das
M bei uns, was man so schreibt. Im Internet liest man das oft auch. Und das ist ein Buchstabe aus dem griechischen Alphabet. Man kann es nicht besser erklären. Und zwar B ist richtig. Das heißt, es gibt einen Punkt für beide. Und das heißt auch, dass Axel Milliger das Duell gewinnt. Mit 3-2, denkbar knapp. Ja, aber nach diesem schönen Aufeinandertreffen mit Guido war es hier dann nach der 1-0-Führung doch kurzer Prozess. Aber darf ich Ihnen was sagen? Es hat riesengroßen Spaß gemacht, mit Ihnen zu spielen. Ganz toll, dass Sie hier sind. Sehr viel Spaß, danke. Das ist gut, dass Sie so sportlich sind. Bitte sehr. Simone Quidditz. Sie haben den Kampf gegen die Experten leider verloren. Das war's. Gute Heimfahrt, Simone Quidditz. Na, Frau Seelmann, wie geht's Ihnen da oben? Immer noch super. Ja? Ich hätte eine Mädelsrunde im Finale schön gefunden. Ja, och, da haben wir bestimmt noch was für Sie. Ja, warten Sie mal ab, ob Sie das nachher auch noch schön finden. Aber gut, dass Sie es so entspannt sehen. Sind Sie nicht mit Getränken versorgt? Doch. Ich hätte gern noch was, gerne. Was darf es denn sein? Wasser, bitte. Wasser? Ja. Verrückt. Ich lass mal irgendwie... Richtig krachen. Ja. Lassen Sie mich raten, mit Sprudel. Ohne. Oh Gott. Die Frau macht mich völlig fertig. Ein Wasser ohne Sprudel und für mich bitte einen neuen Kandidaten. Ein Rheinländer in Österreich. Mein Name ist Günther Tömmes, ich bin 54 Jahre alt und lebe in Brunn am Gebirge im schönen Niederösterreich. Von Beruf bin ich Braumeister und Schriftsteller. Günther Tömmes ist Spezialist für alte Bierrezepte und arbeitet als Wanderbrauer in der ganzen Welt. Und deshalb war und bin ich auch immer viel auf Achse. Ich habe Anfang der 90er Jahre nach meinem Studium als Planungsingenieur für einen Brauereianlagenbauer angefangen und bin da in der ganzen Welt unterwegs gewesen. Wo denn so? Äthiopien, in Russland, in Panama, war in Indien viel unterwegs. Dann war ich auch 3 Jahre in den USA. So kommt er zu seinem einzigartigen Wissen über Gerstensäfte aus aller Welt und aus allen Epochen. Oder kennen Sie Gose? Gose ist eben ein Bierstil, der im Mittelalter gebraut wurde. Der Günther hat, ich glaube, als einer der ersten dieses Rezept in der heutigen Zeit wiederbelebt. Und dafür ist er auch eigentlich sehr bekannt. Passt. Familie, Freunde, ein gutes Bier. Was ist ihm sonst noch wichtig? Er liest alles, er verschlingt alles, er interessiert sich für alles. Ich kann nur nicht in die Kamera sagen, dass er einfach manchmal wirklich nervig ist. Er liest und er schreibt. Mittlerweile habe ich 5 historische Romane veröffentlicht in insgesamt 17 Auflagen. Und worum geht es da? Ums Bierbrauen natürlich. Ich werde Quiz-Champion, weil für die Experten mit mir Hopfen und Malz verloren sind. Na dann, Prost und herzlich willkommen, Günther Tömmes. Günther Tömmes. Na, das ist meine Freude. Herr Tömmes, grüß Sie herzlich. Ja, was geht Ihnen gut? Sehr. Alles bitte. Gut, sehr gut. Kommen Sie hier direkt in die Mitte. Sehen wir Sie in ganzer Pracht, sozusagen. Ja. Aufgeregt? Ja. Alles andere wäre nicht normal, ja. Muss ich echt Nein, sagen. Schon ein bisschen, aber das haben ja andere auch schon geschafft. Das hier ist so eine Nummer, kleine Klippe kann ich gar nicht sagen. Es ist im Grunde eine Mini-Hürde, über die wir jetzt gemeinsam drüber gehen. Aufgabenteilung wie folgt. Ich lese die Fragen vor, Sie geben die richtigen Antworten. 7 innerhalb von einer Minute, aber das sind ja auch 60 Sekunden. Ja. Probieren wir es. Auch hier schnell den Test, weil ich auch in die Höhe sprechen muss. Sie können mich gut hören. Ich kann Sie sehr alles gut hören. Ja, verständlich. Alles klar, danke. Dann beginnt das Duell mit Günther Tömmes jetzt. Wie heißt das Sternbild Aquarius im Deutschen? Wassermann. Richtig. Welches böse Tier verschlingt im Märchen erst die Großmutter und dann das kleine Rotkäppchen? Der Wolf. Richtig. In welcher Sportart führen 3 Asse auf einer Seite zu einer 40-0 Führung? Im Tennis. Richtig. Wie heißt die Hauptstadt von Dänemark? Kopenhagen. Richtig. Welcher langjährige CDU-Politiker ist Präsident des Deutschen Bundestages? Wolfgang Schäuble. Richtig. Welche britische New Wave Band hatte 1983 mit Blue Monday einen Welthit? Weiter. New Order. Welche erfolgreiche Kindersendung moderierte Peter Lustig über 20 Jahre? Löwenzahn. Richtig. Welchen Planeten erforscht die Sonde Opportunity seit über 5000 Tagen? Den Jupiter. Falsch, den Mars. Wie heißt der Götterbote in der griechischen Mythologie? Hermes. Richtig. Welche Geht doch. Bitte. Zack. Und Abmarsch. Bleiben Sie mal hier unten und ich gehe schon mal hoch. War doch ein guter Auftakt.
Ja, ein Aufgalopp, ja, kann man fast sagen. Ein Aufgalopp, ja, also sehr schön, beruhigt. Ja, und beruhigt, hier vorne, ja, zu stehen, das ist im Grunde, ab jetzt ist Heimspiel. Ach, das ist jetzt Agmadewesen, wie man in Österreich sagt. Oh, cool, verstehe. Nein, jetzt alles, was jetzt kommt, ist Zugabe. Ist Bonus. Ah, okay, also das wäre blöd gewesen? Das wäre blöd, das wäre peinlich gewesen. Ja, und das ist schon peinlich, da gibt es ja Aufregung, ja, und was weiß ich. Und dann rennt man sich fest irgendwie gedanklich, das kommt ja schon mal vor. Auch kein Drama, aber schön, hier vorne zu sein. Wir möchten Sie gerne intensiv kennenlernen, Herr Tömmes. Wo wir das Spiel beginnen, weiß nicht. Vielleicht, dass wir eine Sache vorher klären. Sie sind mit einem dieser Menschen verwandt. Ja. Weiß dieser Mensch das? Ich glaube nicht, heute Abend nicht. Guido, könntest du dir vorstellen, mit ihm verwandt zu sein? Die Haartracht ist etwas anders, aber ich kann das durchaus vorstellen, doch. Bulli. Ich habe diesen Mann in meinem Leben noch nie gesehen. Katrin. Ich glaube, nein. Gut, dass du jetzt nicht gesagt hast, das ist mein Mann. Horst. Also ich weiß, dass wir eine ganze Reihe Onkels hatten, die alle diese Frisur trugen. So, und wenn der Herr mir jetzt noch sagt, dass seine Ursprünge vielleicht in der Eifel liegen, dann würde ich es schon fast sagen. Eifel? Ja, also darf ich zeigen? Also meine Großmutter hieß nämlich auch Lichter. Ja? Ah, leck mir am Hintern. Ja. Ja. Das und vielleicht jetzt nicht gleich als erstes. Nein. Und als Zugabe unsere gemeinsamen Urgroßeltern. Stimmt, ja klar, das sind meine Ja, die hießen nämlich auch Lichter. Und meine Oma... Mein Sohn! Mein Cousin! Einmal ganz kurz vor uns. Ich bin direkt wieder weg, aber einmal. Einmal, ist doch schön. Oh. Wahnsinn, oder? Ich glaube, Entschuldigung, aber da muss ich Aber wir haben uns wirklich noch nie gesehen. Noch nie vorher gesehen. Also nur ich im Fernsehen, ja. Ihn im Fernsehen, ja. Aber weil die nicht zwei Bilder hängen bei mir im Elternhaus immer hier, kein Witz. Und ich wusste, dass wir einige Onkels hatten, die alle Male keine Haare hatten oder sehr früh keine Haare hatten. Aber du hättest im Leben... Die Oma hat aber Haare. Ja. Ja. Aber auch auf der einen Seite auch nicht so viele. Nein, aber interessanterweise so ein paar Parallelen, weil Motorradfahren, okay, das kann sein, aber da sind wir beide verrückt. Aber Bierbrauen war da auch schon immer mal unterwegs, weil Gastronomie... Ja. Vielleicht könnt ihr diesen Teil der Familiengeschichte dann später hinten klären. Später. Nicht, dass das nicht interessant wäre, aber wir wollen ja auch noch spielen. Genau. Fest steht allerdings, ist das verrückt. Wenn jetzt, das ist für Sie, wenn Sie dann was anderes haben möchten, Sie können auch ein Bier haben. Aber gerne. Ja, bitte, ein Bier. Ein... Bleifrei ist oder richtig, gleich die volle Dröhnung. Nur bleifrei muss nicht sein. Bleifrei nicht? Nee. Also schon was Richtiges. Also Bills. Sind denn jetzt zum Vergnügen hier? Ganz, bitte behalten Sie sich die gute Laune. Ich hätte nichts dagegen. Wichtig nur und ganz ernst dahinter ist, ihr habt euch noch nie gesehen. Nein. Und ihr könnt euch sicher sein, dass ich insbesondere bei diesem Duell sehr genau darauf achten werde, dass es hier alles mit rechten Dingen zugeht. Herr Tömmes, wir beginnen, Zufallsgenerator ab, mit dieser Kategorie. Film und Fernsehen. Ich hätte jetzt... Ach, nee. Erst Familienzusammenführung, jetzt Angstgegner. Michael Bulli Herrlich. Ich merke schon, Günther Tömmes ist nicht nur mit offenem Haar, sondern auch mit trockenem Humor angereist. Als der Begriff Angstgegner fiel, hat er gesagt... Einer von fünfen. Ja. Einer von fünf Angstgegnern. Oh, ich bin einer von fünf, ja? Bitte sehr. Ja. Ja. Okay. Also das heißt, jetzt fangen wir an und nachher kommt das Familienduell. Also die Show hat einen neuen Namen. Ja, bevor dann Katrin hier endgültig die Sense ansetzt. Bitte sehr, das Duell Film und Fernsehen zwischen Michael Bulli-Herbig und Günther Tömmes beginnt mit dieser Frage. Wie hieß in knapp 250 Folgen der beste Freund von Lassie in der gleichnamigen Serie? Ist das lange her. Sandy, Joey oder Timmy? Ja, oh, das ist so lange her, verdammte Axt. Die habe ich gesehen früher als Kind. Dann draufhauen, zack. Bin mir sicher. Bring was hin. Oh, gut. Sie sollen hier nicht die Deko zerlegen, sie sollen buzzern. Lädst du dir so einen Hühn ein, dann hackt der hier drauf. Wollen Sie es alle zusammen? Die richtige Antwort ist... Timmy! Ja. Weil der Junge hieß... Oh, da will er. Beide sagen C, Timmy.
Weil Sandy war ja aus Flipper und Joey war aus Fury. Da muss Timmy ja aus Lassie sein. C, ja, das Fury, richtig. Fury habe ich nie gesehen. Also Fury nicht. Nee, habe ich. Dankeschön. Danke. Sehr zum Wohle. Sehr zum Wohl. Das ist ja nur ein kleiner. Da macht sich jemand aber sehr unbeliebt gerade. Ich muss dich auf die Seite stellen, sonst ist es beim Buzzern im Weg. Okay. Warum? Also wenn es nach mir ginge, ich würde einen ausgeben, aber es ist nicht meine Show. Also. Komm, ich gebe einen aus. Ich gebe einen aus. Jetzt muss ich ja. Ich überlege es mir für einen kurzen Moment. Würde denn jemand ein Getränk nehmen? Nein, ne? Ist Ihnen hier im Studio jetzt noch nichts zu trinken angeboten worden? Das haben wir auch noch nie gemacht und das fangen wir auch gar nicht erst an. Also hier haben wir erstmal 1-1, spielen mit der folgenden Frage weiter. Die Frage lautet: Wie heißt der von Kurt Jürgens gespielte Gegenspieler im James-Bond-Film Der Spion, der mich liebte aus dem Jahre 1977? Pastewka, Kreumann oder Stromberg? Zu leicht? Also für mich schon. Ja, du bist ja auch der Experte. Ach richtig, ich hab's vergessen. Ja, ist schon so lange her. Ja, also. Ja? Ja, also ich gebe jetzt mal ein bisschen an, die anderen zwei Nasen kenne ich halt persönlich, ne? Oder echt? Aber Marin Kreumann gibt's auch. Habe ich mich so vertan? Bitte? Marin Kreumann. Ich bin drauf reingefallen. Weil du sagst, Stromberg und Pastewka. Du hast vollkommen recht. Ui, ui. Nee, aber stimmt trotzdem. Du hast mich kurz verunsichert. Außerdem B. Wegen, wenn man es nicht weiß. Wegen Tim Melzer, ja. Ja, hast du es denn, weißt du es oder weißt du es nicht? Also das würde mich jetzt schon. Ja, jetzt hast du mich total verunsichert. Nein, ich weiß also, es ja auch nicht. Also, es geht hier also, um Bastian Pastewka, so. Um die großartige, also der auch großartig ist, um die großartige Maren Kreumann. Aber ich sag jetzt mal so. Und um? Also, also ein James-Bond-Gegenspieler, der Pastewka heißt. Also Leute. Ja? Nein. Also bei allem Respekt, bei Stromberg bin ich mir jetzt gerade unsicher, weil es natürlich auch ein deutscher Name ist. Und Kurt Jürgens spielt ja einen deutschen Bösewicht, so wie ich das in Erinnerung habe. Und du findest Kreumann? Ich glaube, dass das Mann, deswegen habe ich es auch getippt. Also... Ich bin mir so unsicher. Also zwischen dieser felsenfesten Überzeugung und diesem ich bin mir so unsicher lagen ungefähr 10 Sekunden. Frag mal den Horst doch, oder? Bitte? Den Horst. Ja, weißt du's? Aber jetzt mich fragen. Ah, oder? Ah, ja, jetzt würde ich auf jeden Fall A nehmen. Ja. Also, das ist doch... Also fest steht, Kurt Jürgens ist der Gegenspieler im James-Bond-Film Der Spion, der mich liebte. Er ist der Mann, der kein Händeschütteln mag, der, guter sogar. Der in einer riesigen Wohnanlage im Ozean, und zwar unter Wasser wohnt. Und er trägt den Namen Stromberg. Richtig. Wirklich? Ja? C. Wirklich? Fantastischer Schauspieler. Ganz großartiger Mann, Kurt Jürgens. Super. Ich bin jetzt echt drauf reingefallen. Ja? Ja, weil ich Kreumann nicht sofort auf dem Schirm hatte. Ich bin wirklich drauf reingefallen. Das war, und dann hast du gedacht, das können die beiden ja nicht sein. Bitte? Können wir noch mal anfangen? Ja, nächstes Jahr. Und Sie haben das gewusst? Oder? Das habe ich gewusst, ja. Ich mag den Kurt Jürgens. Der ist ein toller Schauspieler gewesen. Und, das Sie führen 2-1. Ja, Bulli hat mich jetzt kurz verunsichert, weil er auch so sicher da eingeloggt hat. Aber da hatte ich zum Glück schon... Katrin, können wir dir irgendwie helfen? Was ist passiert? Ich finde es einfach unglaublich komisch. Was denn? Weißt du was? Ich glaube, wir sollten die Plätze tauschen. Ich weiß einfach mehr... Bad Banks, Kreumann. Ja. Warum sitze ich hier? Ja, weil du ihm hilfst. Ach ja? Alles okay? Es geht jetzt wieder, wir können weitermachen. Aber ich bin ja froh, dass es dir so einen Spaß macht. Nein, aber das ist doch genau so ist es doch. Du sitzt da und weißt genau, das stimmt und nimmst es und dann hinterher denkst du dir, wie konnte ich das nur nehmen? Ja. Geht mir ständig so. Aber vielleicht einfach in den ganz dunklen Momenten deines Lebens einfach nochmal an Joschka Fischer denken. Das müsste eigentlich helfen. Also 2-1-Führung, nächste Frage bitte. Neben Mord im Orient Express war Agatha Christie auch für 2 ähnliche Filmvorlagen verantwortlich. Nämlich für Mord im Kloster und Mord am Fischteich,
Oder B, Mord im Konvent und Mord in der Sauna? Oder C, Mord im Pfarrhaus und Mord auf dem Golfplatz? Oh, geile Frage, hä? Geile Frage, oh. Ja. Was aber, nimmst denn du? Aber doofe Antwort, was nimmst denn du? Wenn man es nicht weiß, könnte es eine gute Idee sein, einfach den anderen unter Druck. Aber jetzt hat es Mike auch schon mal. Wenn wir es beide nicht wissen, ja gut, dann mach. Wenn man gar nichts weiß. Ist es C, oder? Nee, nein, wenn man gar nichts weiß, ist es einfach immer die beste Idee, die richtige Antwort zu wählen. Ja, dann nimmt man da nämlich das, was am britischsten klingt. Am britischsten? Pfarrhaus und Golfplatz war jetzt für mich das. Ach so, Sauna wäre dann bei einer finnischen Sauna Autorin. Und Fischteich klingt irgendwie not very British. Lassen wir das mal so stehen. Richtig ist C. Punkt für beide. Ja. Duell gewonnen. Danke. Günther Tönnes. Ein Fünftel haben Sie schon. Weiter geht's mit Zeitgeschichte. Er kennt kein Erbarmen. Angstgegner Nummer 2, Professor Guido Knopp. Und gleich rein ins Duell Zeitgeschichte zwischen Professor Guido Knopp und unserem Kandidaten Günther Tönnes. Wir beginnen mit dieser Frage. Mhm. Wegen ihrer Pionierleistungen und ihres Aussehens ging die 1897 geborene Amerikanerin Amelia Earhart in die Geschichte ein als Princess Hilly, als Miss Scotty oder als Lady Lindy. Oh mein Gott. Wegen ihrer Pionierleistung und wegen ihres Aussehens. Geboren 1897, Amerikanerin namens Amelia Earhart, würde ich jetzt sagen. Ich habe noch nie gehört, ich weiß, wer Amelia Earhart ist, aber ich weiß nicht, was das Wissen Sie, wer Amelia Earhart ist? Ja, natürlich. Sagen Sie es mir erst, wenn die Frage vorbei ist. Ja, aber weil sonst hört Guido mit. Ja gut, aber wenn Sie wissen, wer Amelia Earhart ist, und es geht ja auch um, dann wissen Sie vielleicht auch, was sie gemacht hat. Ja, natürlich weiß ich, was sie gemacht hat. Ich kann aber keinen dieser Namen zuordnen zu dem, was sie gemacht hat. Hm? Vorsicht, jetzt wird er sauer. Hast du eine Idee? Ich? Ja? Nein. Ja? Uli, weißt du's? Soll ich dir einflüstern? Amelia, Miss Scotty, Lady Lindy. Wenn ich's wüsste. Lady Lindy, Miss Scotty. Überhaupt was haben. Boah. Na, wollen wir mal buzzern? Ihr könnt ja auch zusammen noch ein bisschen warten. Ja, zusammen buzzern. Komm, das machen wir. Zack. Beide buzzern. Ausgelöst hat er bei Guido Knopp. Das heißt, theoretisch wäre bei Ihnen noch die Möglichkeit gewesen zu wer ist denn Amelia Earhart? Amelia Earhart war eine Pionierpilotin. Das war, glaube ich, sogar die erste Frau, die um die Welt geflogen ist. Die ist dann im Pazifik verschollen. Und vor ein paar Wochen hat man irgendwo, habe ich was gelesen, dass man auch jetzt festgestellt hat, was ihr wirklich passiert ist. Die ist also auf Nimmerwiedersehen verschwunden im Pazifik. Fort. Und jetzt hat man anscheinend eine Insel gefunden, wo man irgendwie festgestellt hat, dass die sehr... Hättest du gewusst, dass sie zugrunde gegangen ist, anscheinend verhungert? Alles richtig. Das war dann in den 30er Jahren. Ja, in den 30er Jahren ist sie im Pazifik verschollen. Und also das Lady Lindy war jetzt eine Erschließung, einfach nur, weiß nicht, ob Sie es wissen. Vielleicht, weil Charles Lindbergh in den 20er Jahren der erste Atlantiküberquerer war, also auch ein Pionier. Okay. Also so ist eben sie dann, Lindy. Exactly. Also jetzt halten wir noch mal fest. Ich habe es genauso hergeleitet, auch von Charles Lindbergh. Noch mal ganz kurz festhalten. Also erstmal wusstet ihr, wer Amelia Earhart ist. Richtig. Damit habt ihr vielen von uns etwas voraus. Ja. Dann wusstet ihr, was die Frau gemacht hat, nämlich eine Flugpionierin. Dann wusstet ihr, in welchem Jahrzehnt das stattgefunden hat, nämlich in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Mhm. Dann wusstet ihr, dass 10 Jahre vorher ein anderer Mensch das als erster gemacht hat über den Atlantik. Und dann wusstet ihr auch noch, wie der heißt, nämlich Charles Lindbergh. Und dann habt ihr gesagt, dann muss es Lady Lindy sein. Ja. Soll ich euch etwas sagen? Ich verneige mich in Ehrfurcht. Alles richtig. Sehr schön. Danke. Stark. Also wirklich. Also ich muss sagen, es ist so demütigend, hier dann mit Stromberg zu scheitern. Ja. Das ist. Joschka Fischer! Ich komme noch mal auf dich zu, Uli. Ich komme noch auf dich zu. Pass auf. 1-1, so geht's weiter. Welche dieser historischen Personen hätten sich zu Lebzeiten auf einen Café treffen können? Franz Kafka und Franz Schubert?
Alfred Hitchcock und Alfred Nobel oder Konrad Adenauer und Konrad Duden? Okay. Jetzt rattern hier die Geburtsjahre und die Sterbedaten durch. Schnelligkeit könnte ein Berater sein. Ja, also wenn ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Ich muss, das geht ja auch darum, Lebzeit im Café. Das heißt ja nicht, dass die nur irgendwo sich überschnitten haben. Ich gehe mal davon aus, dass die beide erwachsen sein mussten, dass sie sich überhaupt auf dem Café treffen. Für wie schäbig halten Sie uns? Ja, ja, schon einige. Ja, ja, das, und bei den recht. Fragen, bei den Fragen schon, oder? Weil das geht das. Ne? Der, ja. Na, wollen wir wieder gemeinsam buzzern? Mal 3, 2, 1, zack. Beide entscheiden sich für C. Ja. Herr Thomas, dann erklären Sie doch mal. Also den Kafka Schubert habe ich gleich mal ausgeschlossen. Warum denn? Weil das in anderen Jahrhunderten war. Wer ist denn der Ältere von beiden? Schubert. Richtig. Genau. Hitchcock und Alfred Nobel war so, der Alfred Nobel ist meiner Meinung nach, der ist Ende des 19. Jahrhunderts, soweit ich weiß, gestorben. Da war der Hitchcock schon auf der Welt, aber er war nicht reif zum Kaffee. Er trank noch keinen Kaffee. Und Adenauer war ja doch, der ist um 1880 rum, glaube ich. 1870, geboren. Ich glaube, 76. Ja, und der Duden war da auch, der hat bis ungefähr 1900 gelebt, das heißt, sie waren beide erwachsen. Also die, das heißt, sie wussten von allen sechs so ungefähr die Geburts- ungefähr die biografischen Daten, ja. Wissen Sie, also bei diesem stabil vorgetragenen Wissen, wissen Sie, was mich am meisten wundert? Dass er mit mir verwandt ist. Dass ich aus der Lichterfamilie komme. Das ist echt nicht schlecht. Mit allem Respekt, ja? Mein Freund. Jetzt muss die Antwort aber auch richtig sein, bitte. Das wäre besser. Das weil das sonst wäre ja wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ganz besonders lässig war, wie Guido 1876, Geburtsjahr Konrad Adenauer, noch sozusagen eingehäkelt hat. Richtig ist C, Konrad Adenauer und Konrad Duden. Und dem ist auch überhaupt nichts hinzuzufügen, weil all diese Daten stimmten auch noch. Eine Sache, Hitchcock und genau, die haben nicht parallel gelebt, weil Nobel 1896 gestorben und Hitchcock 1899 geboren. Also okay, das wäre ein sehr langer Kaffee okay, gewesen. Ja, das wäre ein bisschen viel gewesen. Ne? Also C richtig, 2-2. Wer die nächste Frage alleine richtig beantwortet, Regeln sind bekannt, gewinnt das Duell. Sie lautet: Wie lautet die seit dem 19. Jahrhundert angewandte Birkenhead-Regel? Hä? A. Einer für alle, alle für einen. B. Nie ohne Seife waschen. Oder C. Frauen und Kinder zuerst. Gute Oi. Nachricht, Guido, du hast noch 5 Sekunden. Okay. Das schien mir fast wissend. Nein. Geraten? Nein, aber Ausschlussverfahren. Einer für alle, alle für einen. Das ist das Musketiermotto, das hat mit der Birkenhead-Regel. Genau. Stimmt ja? Ich habe Birkenhead-Regel auch noch nie gehört. Aber Frauen und Kinder zuerst klingt mir für eine plausible Regel für die Schifffahrt im Falle einer Havarie. Eines und dass man gesagt hat, Frauen und Kinder zuerst, was dann nicht immer eingehalten wurde, siehe Titanic. Ja, aber, und kennen Sie nie ohne Seife waschen? Das ist für eine Regel ist das Blödsinn. Aber also doch, es ist eine Regel. Das ja, sind ja die Himmelsrichtungen, oder? Ja, ich habe geraten. Nord, Ost, also Südwest. Ausschluss geraten und also Ausschluss raten, nicht wissen, dann also antworten. Nie ohne Seife waschen, das war im 19. Jahrhundert noch nicht so ganz populär. Ja, ja. Aber Frauen und Kinder zuerst mit der modernen Seefahrt, da bin ich ganz bei Ihnen. Ja. Und auch Bulli ist mit Sicherheit dafür, ja. Denke ich mal. Ich sag, soll ich was dazu sagen? Bitte. Also nie ohne Seife waschen ist so absurd, dass es stimmen muss. Und somit sind wir beide auf einer Linie. So. Ja. Aber das ist nicht nie dann, ohne Seife ich, waschen? Ah, ist das nicht Nord, Ost, Süd, West? Ja klar, West, das sind die Himmelsrichtungen. Logisch. Also vielleicht war es eine Hilfestellung, aber es klingt so albern im Zusammenhang dieser Frage, das macht ihr doch nicht einfach so zum Spaß. Der Befehlshaber des Truppentransporters HMS Birkenhead. 1852 während eines Schiffbruchs die Parole Frauen und Kinder zuerst. Tatsächlich sind bei dieser Havarie alle Frauen und Kinder gerettet worden.
Der traurige Teil der Mitteilung ist, dass 454 Soldaten und Besatzungsmitglieder ertranken. Vorher galt jeder für sich. Und seit ihm gilt Frauen und Kinder zuerst. C ist richtig. Ich entschuldige mich, dass ich alleine zuerst gebuzzert habe. Machen wir jetzt wieder gemeinsam. Aber irgendwann müssen sich die Wege ja auch trennen. Ja. Hier steht es 3-3. Die Sache wird zunehmend spannend und geht so weiter. Welcher dieser Staatsmänner initiierte eine umfassende Verfassungsreform für sein Land, die im Jahr 1958 in Kraft trat? War das A. Luigi Einaudi für Italien, Winston Churchill für Großbritannien oder Charles de Gaulle für Frankreich? Jetzt hat Guido mal alleine gebuzzert. Gut, der Druck ist unerträglich, weil ich kann es eben nicht mehr ändern. Lassen wir es so. Beide C? Ja? Guido. Es war die berühmte Fünfte Republik. Frankreich war ja in den 50er Jahren sehr am Rande des Chaos. Viele Regierungswechsel. Charles de Gaulle hat die Sache an sich genommen, hat eine Verfassungsreform durchgeführt, die ganz auf ihn, auf den Präsidenten zugeschnitten war. Und der Präsident hat ja heute noch in Frankreich also ganz enorme Vollmachten. Fast noch mehr als der amerikanische Präsident. Besser kann man es nicht erklären. Bitte sehr. C ist richtig. Und bei uns steht 4-4. Weiter konzentriert bleiben. Vielleicht gibt es eine Entscheidung mit der Beantwortung dieser Frage. Welche politische Entscheidung stand am Ende des Wolfratshauser Frühstücks? A. Oskar Lafontaine gibt den SPD-Parteivorsitz ab. B. Edmund Stoiber gibt seine Kanzlerkandidatur bekannt. Oder C. Horst Köhler wird als Bundespräsident vorgeschlagen. Das müssen wir wissen. Freilich. Das wissen einige, insbesondere die Menschen, ja, die im Süden zu Hause sind. Selbstverständlich. Was hättest du gesagt, Katrin? Ja, also es war die Muschi damals, die... Entschuldigung? Ja. Seine Frau. Edmund hat seine Frau. Okay. Edmund Stoiber lebt genau in Wolfratshausen. Lebt in Wolfratshausen? Okay. Und sie hat das Frühstück gemacht. Muschi hat das Frühstück gemacht. Muschi hat das Frühstück. Für Angela Merkel und für, genau, Edmund. Und Angela Merkel hat klugerweise Edmund Stoiber die Sache überlassen, damit noch sie einmal drei Jahre später dann selber die Kandidatur übernehmen konnte. Ja, dann er hätte aber beinahe gewonnen. Ja, wenn die Flut nicht gekommen wäre, die berühmte Oderflut, die Schröder mit seinen Gummistiefeln dann jeden Abend ins Fernsehen als großen Macher gebracht. War das Schröder? Ich dachte, es war Platzek mit den Gummistiefeln. 2002. Das beide gewesen sein, ja, theoretisch. Aber der war nicht wahlrelevant. Schröder war wahlrelevant, weil er im Wahlkampf gegen Stoiber stand. B ist richtig. Es steht 5-5 und wir haben ein Stechen. Okay. Die Regeln des Stechens sind unverändert. Sie lauten wie folgt. Nur wer sich das Antwortrecht erbuzzert, also zuerst drückt und dann im Lichtkegel steht bzw. sitzt, hat das Recht zu antworten. Dabei gilt die erste ausgesprochene Antwort. Okay? Okay. Aber das ist die Situation, wo es um Wissen geht und um Tempo. Die Stichfrage lautet: Was wird an den weltweiten Rohstoffmärkten, bitte sehr, Sie haben die Frage ja gesehen, in den Sorten Brent und WTI gehandelt? Öl. Antwort ist Öl. Und das ist richtig! Ja. Wow. Wahnsinn. Nicht schlecht, ja, aber es hat Spaß gemacht. Du hättest es auch gewusst? Ja. Brent. Er war schneller. Ja. Also WTI, ja, da wusste ich gar nicht, wie es aussprechen. WTI, das hätte aber Brent. Brent hat man schon mal, ja, gehört. Noch ein Bier? Ja, mach's ja. Oder danke, Bier? Danke. Nee, nee, wir wollen ja doch länger spielen hier. Dann machen wir weiter mit Literatur und Sprache. Bitte sehr. Als Kommissar Borowski löst ihr nächster Gegner jeden Fall im Tatort Kiel. Wird er sie nun überführen in Literatur und Sprache? Hier ist Axel Milberg. Heute Abend Kandidatenkiller. Hast du überhaupt schon irgendwas falsch beantwortet? Entschuldige? Hast du überhaupt schon irgendwas falsch beantwortet? Ja, 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 ganz viel. Ja? Aber ja, in früheren Sendungen.
Nein, heute. Heute. Okay. Na dann. Das Duell Literatur und Sprache zwischen Axel Milberg und Günther Thomas beginnt so. Samuel Langhorne Clemens. Oh Gott. Schrieb unter dem Pseudonym A. Mark Twain, Die Abenteuer des Tom Sawyer. B. Truman Capote, Frühstück bei Tiffany. Oder C. George Orwell, Farm der Tiere. Gemeinsam? Bitte. Ja. Unfassbar. Oh, du klingst aber gar nicht überzeugt. Also das nee, sieht jetzt gar nicht so... Oder das, doch, das ist das war gespielt. Leicht. Das war leicht. Zu leicht? Das war leicht. Nicht zu leicht. Zu leicht haben wir den. Ich möchte mich in aller Form entschuldigen aber für leicht. Diese Frage. Interessant ist vielleicht die Information, dass alle drei Namen Synonyme sind. Truman Capote für Truman, Streckfus Persons. George Orwell hieß eigentlich Eric Arthur Blair. Aber nur Mark Twain und die Abenteuer des Tom Sawyer ist die richtige Antwort auf die Frage. A. Danke. 1-1, easy auf Galopp. Mal sehen, was wir noch können. Im Oktober 2017 erschienen und direkt in die Bestsellerlisten eingestiegen ist Sebastian Fitzeks Roman Flugangst 7a, DNA oder Im Wald. Bei Herrn Thomas war es eine schnelle Antwort und Axel hat auf dem Weg zum Monitor noch nachgedacht. Ja. Ja? Ich bin mal gescheitert hier mit einer Sebastian Fitzek-Frage. Das große Paket oder das Päckchen oder irgendwie so. Aber ich glaube, es ist Flugangst 7a, weil ich über den Titel sehr gestaunt habe, dass sich damit ein Buch verkaufen lässt und zwar so gut. Aber gelesen hast du es nicht? Nein. Ich habe es auch noch nicht gelesen. Aber Sie wissen, dass das stimmt? Ja, ja. Ja, dann ja, machen wir es kurz. A ist richtig. Flugangst 7a steht 2-2. Ja, 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 ja. Unglaublich. Dann steht es 2-2. Auf die Folgen dieses Spielstandes muss ich gar nicht gesondert hinweisen. Nächste Frage alleine richtig und so weiter und so fort. Hier ist die Frage. Zu Beginn des ersten Jim-Knopf-Romans leben auf Lummerland König Alfons, der Viertel vor Zwölfte, Lukas, Herr Ärmel und A. Frau Malzahn, B. Frau Petrell oder C. Frau Waas. Wenn ich das Kopfschütteln richtig deute, Horst ist raus. Ich bin tiefst beeindruckt und frage mich, wann in der Familie irgendwo so ein Zweig abgeschert ist. Das war mein All-Time-Favorite-Kinderbuch. Das kenne ich jetzt noch auswendig. Okay, dann machen wir auch da kurz einen Prozess. Ist richtig so ist gut. Das Frau Waas. So tolles. Die hatte den Krämerladen. Okay. Und die hat den Jim Knopf hier adoptiert. Und da ist er ja aufgewachsen bei der Frau Waas. Rote Apfelbäckchen hat sie gehabt. Waas mit ja, Doppel-A. Genau. Oder mit 2a heißt es da, glaube ich. Okay, 3-3. Sache bleibt spannend. Ja. Wird jetzt vielleicht entschieden bei der Beantwortung dieser Frage. Wann treffen wir drei uns das nächste Mal? Bei Regen, Donner, Wetterstrahl? So lautet der erste Satz in William Shakespeares Macbeth. Alexandre Dumas' Die drei Musketiere? Oder Friedrich Schillers Die Räuber? Ich dachte, wir wollten gemeinsam basern. Wir kommen gar nicht so richtig ins Zocken, weil ihr alles ja, isst. Ja, eben, das ist viel zu schnell. Ja, pass mal aus, Sie können noch ganz andere Fragen. Wenn ich noch 10 Sekunden hätte nachdenken sollen, hätte ich bestimmt was anderes. Vor Wissen. Stabiles Wissen, ihr habt ja beide sofort. Also ich bin. Na, er hat ja früher gedrückt. Sie haben ja schon gedrückt. Das ja, damit was steht da. Ich hätte doch nicht gebassert. Ja. Na doch, Sie haben es gewusst. Ich bin beeindruckt. Ja, A ist richtig. Ja, William Shakespeare's Macbeth. Ich habe irgendwas mit der Hexenszene im Kopf, die da irgendwie mit Gilbert Macbeth losgeht. Und na, könnte noch jemand die Räuber? Erster Satz aus die Räuber? Oder wollen wir die nächste Frage nehmen? Ja,
Weiter. Ja, weitermachen. Es steht 4-4. Ja, weiter. Und das ist jetzt die letzte Frage vor einem möglichen Stechen. Die Frage lautet: Welcher Roman heißt im Original Canary Row und spielt im kalifornischen Monterey der 20er und 30er Jahre? Herz der Finsternis? Wem die Stunde schlägt? Oder Die Straße der Ölsardinen? Ich hatte mich schon so darauf gefreut, dass ich jetzt über Monterey, weil ich das so eine bezaubernde Stadt finde, irgendwas hätte erzählen können, aber dazu lasst ihr mir ja gar keine Gelegenheit. Aber das Buch spielt in einer nicht sehr zauberhaften Zeit in Monterey. Das ist eine wunderschöne Stadt heutzutage, aber das war ganz in den 20er, 30er Jahren total verkommen. Okay. Es ist ja auch eine wundervolle Verfilmung, gibt es da mit Nick Nolte und der Deborah Winger. Die ist ein ganz großartiger Film. John Steinbeck ist einer meiner Lieblings. Ja, das wissen wir alles so. Ja, ja. Wir licht das. Nein, John Steinbeck war ein ganz großartiger Schriftsteller. Ja. Man muss sich manchmal dumm stellen, damit man durchkommt. Noch ergänzende Erläuterungen oder? Jesus. Nein, alles richtig. Alles richtig. C, die Straße der Ölsardinen. Damit steht es 5-5. Und die Frage ist, ob wir jetzt das Herz der Finsternis oder Wem die Stunde schlägt spielen. Auf jeden Fall kommt eine Stichfrage. Dafür nur noch mal so viel. Es geht um Wissen und um Tempo. Wer das Antwortrecht erbuzzert. Hier ist die Frage. Unter welchem deutschen Titel ist ein Klassiker? Und Ihre Antwort jetzt bitte. Der Fänger im Roggen. Die Antwort lautet Der Fänger im Roggen und ist richtig. Ja. Okay, Vorsicht. Ja, ich weiß. Ich wollte mal gratulieren. Das war, danke. Stark. Fair Play hier zwischen zwei großen Wissenden, muss man wirklich sagen. Axel Milberg und Günther Tömmes. Und jetzt Horst, jetzt Hammer. 1, 2, 3 grüne Kreuze sind schon da. Aber also, und jetzt? Das kann ja jetzt nicht lange dauern. Vielleicht haben wir was abgekauft. Es kommt zur Familienzusammenführung. Ernährung! Da sitzen ja noch mehr von deiner Verwandtschaft da im Publikum, gell? Ist ohne Blatt? Auch? Ja. Da müssen wir aber nachher noch mal ganz in Ruhe. Meine Cousine ist noch da. Die hat das gleiche. Wo ist sie? Da vorne sitzt sie. Die hat den gleichen Verwandtschaftsgrad mit. Hallo Cousine! Mit und die Tochter ist auch dabei. Die ist dann so, wie nennst du das? Groß-Groß-Cousine oder was? Oder erst Groß-Nichte. Wie auch immer, Groß-Nichte. Wir werden das alles später mal ganz in Ruhe noch. Ne? Jo, genau, also, jetzt spielen wir erstmal in aller Ernsthaftigkeit das Duell Ernährung. Trotz Familienzusammenführung kein Familienduell im härtesten Quiz Deutschlands. Ernährung gegen Horst Lichter. Egal wie die Verwandtschaftsverhältnisse über diese Urgroßmutter, haben wir gelernt? Das ist meine Großmutter. Oh, Entschuldigung, meine bitte. Das sind die Urgroßeltern. Das sind unsere gemeinsamen Urgroßeltern. Die sind identisch. Jetzt wissen wir, wo du den Bart her hast. Ja. Aber er hat den offener getragen. Ich bin nur froh, dass ich die Ohren nicht bekommen habe. Hier wird knallhart gespielt. Das Duell Ernährung zwischen Horst Lichter und Günther Tömmes. Es beginnt mit dieser Frage. Ein immer beliebter werdendes Getränk unter Feinschmeckern ist der zeitaufwendig hergestellte A. kondensierte Grüntee, B. kaltgebraute Kaffee oder C. handgeschöpfte Kakao. Hast du schon gedrückt? Na, irgendwas muss ich ja mal drücken für den Fall, dass du mich hier unter Druck setzen willst. Ja, das ist ja unklar. Als wenn ich dich unter Druck setze, du setzt mich, ich hab richtig Schiss. Wissen Sie es? Boah, ich kann dir so abkacken. Ja, wenn Sie es wissen, dann würde ich Ihnen jetzt unter Druck. Und ich hab's auch noch mal gelernt, Aber gute Nachricht, Horst, du hast noch 4 Sekunden. Ja, nee, ich bin durch. Ich hätte was anderes genommen. Was denn? Nee, ist gut. Also kondensierte Grüntee könnte ich mir jetzt einfach mal so schwachsinnigerweise vorstellen. Kalt gebrauter Kaffee wird wahrscheinlich stimmen, weil er braut Bier. Intuitiv hätte ich am liebsten den handgeschöpften Kakao genommen. Weil den mag ich, wenn es den gibt.
Aber Cold Brew ist ein ganz heißer Trend aus den USA seit ein, zwei Jahren. Cold Brew Coffee. Ich hab keine Ahnung, aber das bleibt unter uns. Ja? So, Entschuldigung. Ehrlich gesagt, das haben wir alle mitbekommen. Ach so. Dass du keine, also nein. Ach so, also, nein, 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 nein. Er hat's richtig gesagt, der Trend heißt? Cold Brew Coffee. Cold Wie Brew heißt Coffee. Der? Cold Brew, kalt gebrauter Kaffee. Was passiert dabei? Man macht eine Kaltextraktion, habe ich auch schon gemacht, weil ich mal ein Bier mit Kaffee gebraut habe. Da habe ich auch vorher eine Kaltextraktion gemacht. Man legt einfach Kaltextraktion. Man nimmt einfach statt heißem Wasser kaltes Wasser und dann lässt man den Kaffee aber länger drin, 24 Stunden zum Beispiel, über Nacht mal stehen und dann filtriert man ihn ab. Dann hat man auch ein braunes Getränk, das schmeckt wie Kaffee, ist aber halt anders. Moment, aber dann kann man lieber einen kochen und eine Stunde stehen lassen, ist ja auch kalt. Ja, es schmeckt trotzdem anders. Es werden mir zu viele Bitterstoffe raus. Aber da kriegt ja natürlich eine ganz neue Bedeutung, wenn du dann zu einer netten Dame sagst, hätten Sie Lust auf ein Tässchen Kaffee? Genau. 24 Stunden. 24 Stunden. Und dann ja, also. Richtig ist B, kalt gebrauter Kaffee. Nie gehört. Ja, nie gehört. 1-0 Führung für unseren Kandidaten. Nächste Frage bitte. Dann mach ich mir gut. Bei welcher dieser Spezialitäten wird traditionell der sogenannte Schmetterlingsschnitt angewendet? Bei Nigiri-Sushi? Was? Nee, mach weiter. Ja, bei Wiener Schnitzel oder bei Serrano-Schinken? Sushi ist doch auch keine Lösung, oder? Bitte? Ja, ja, Sushi genau. Sushi ist keine ja. Lösung. Oh, jetzt wird's aber ernst an der anderen Seite. Mann, Mann, Mann. Sie müssen da irgendwas drücken? Habe ich Sie zum ersten Mal unsicher gesehen gerade? Ja, ich habe jetzt einfach mir nur überlegt, wie ein Schmetterlingsschnitt aussieht. Und also Sie wissen es nicht? Ich weiß es nicht. Beide haben sich für B entschieden? Nein, nein. Und ich wie bin zwar ein Carnivore reinsten Wassers, also mit Schinken und Schnitzel sollte ich mich eigentlich besser auskennen als mit Sushi. Ja? Aber ich habe jetzt nur überlegt, wie man einen Schnitzel schneidet. Und das dann irgendwie in der Mitte durch und dann auseinanderfaltet, dass das irgendwie so schmetterlingsmäßig aussieht. Hat er das richtig erklärt? Er hat es richtig erklärt. Man macht es dann aber auch noch, weil es danach auch noch geschlagen wird, damit es möglichst groß und hauchdünn ist. Genau. Okay, aber erst sozusagen so, dann aufschlagen, dann platzieren. Ja, du hast das Rückenstück so liegen, schneidest erst ein, nicht bis unten durch, schneidest noch mal, klappst auseinander, Schmetterling. Ja. Ja, besser kann man es nicht sagen. B ist richtig. Danke. Und damit führt Günther Tönnes mit 2:1. Wenn Sie die nächste Frage richtig beantworten, haben Sie das Duell gewonnen. Da kann er hier Handstand gegen die Wand machen. Es wird ihm nicht mehr nützen. Die Frage lautet: Welche dieser Speisen gehörte sicher nicht zum Menü von Julius Cäsar? Meerbarbenfilet, Kürbissuppe oder saure Gurken? Das ist eigentlich Zeitgeschichte, Guido, ne? Totale Zeitgeschichte. Boah. Alles Zeitgeschichte, ja. Ich habe jetzt irgendwann auf irgendwas mit Kartoffeln gehofft oder so. Oh, du Fiesling. Ha. Beide sagen B. Wie kommst du auf Kürbissuppe? Ich bin mir relativ sicher, zu Julius Cäsars Zeiten in seiner Region, da war Kürbisse noch nicht so aktuell, dass man die gerne gegessen hätte, bei ihm auch nicht. Also die gab es zwar schon, aber eben in der Hauptsache in Südamerika. Genau. Und nicht da, wo der Cäsar. So. Richtig ist Kürbissuppe. Punkt für beide. Grünes Kreuz für Günther Tönnes. Danke. So, und jetzt wollen wir es wissen. Jetzt kauft bald beim Bier. Vier grüne Kreuze haben Sie schon. Fragt mal schnell in unsere Champions-Loge da oben. Die Laune bleibt stabil. Hallo. Absolut. Ja, möchten Sie den Herrn näher kennenlernen? Wäre mir eine Freude. Was sagt sie so? Trocken daher. Aber am liebsten nach der Sendung. So geht der Satz zu Ende. Junge, wir spielen Sport. Schlagen Sie die Königin der Sportberichterstattung. Ihr entscheidendes Sportduell gegen Katrin Müller-Hohenstein. Du kannst jetzt huldvoll winken. Siehst du ein sportliches Kerlchen? Nicht mehr so. Früher mehr, aber guter Sportler war ich nie. Fernsehsportler, gucken Sie? Ja, immer weniger, weil es wird ja immer weniger im Öffentlich-Rechtlichen. Und ja, das stimmt ja nicht, aber was gibt es denn in Österreich im Fernsehen? Zeigen die was aus der Ski Alpin? Ja, aber ich habe es nicht mit Wintersport. Ah. Ich habe früher ein bisschen Basketball gespielt und das so. Das kann ich nachvollziehen. Ja, aber irgendwie so mehr, also im Moment mehr Couch-Sportler, wenn überhaupt. Extrem Couching. Das Duell Sport zwischen Katrin Müller-Hohenstein und Günther Tönnes beginnt mit dieser Frage.
Welche Mannschaft ist seit 2009 in der zweiten Fußball-Bundesliga der Männer und damit die dienstälteste in dieser Spielklasse? Ist es der 1. FC Nürnberg oder der 1. FC Kaiserslautern oder der 1. FC Union Berlin? Ach scheiße, wann ist denn der Club abgestiegen? Das ist für das Mädel aus Erlangen natürlich jetzt eine harte Heimatfrage. Ich weiß, ist denn der Club abgestiegen? Nee, das war später. Das ist jetzt schwierig. Ruhe bewahren. Ich weiß es auch nicht. Nürnberg ist mal noch abgestiegen. Nicht. Hey. Oh. Also. Katrin leitet hier. Also ich glaube, Union Berlin ist ja von unten gekommen. Und das ist, glaube ich, noch nicht so lange her. Und das, mein 2009, das sind ja fast 10 Jahre. Kaiserslautern ist schon relativ lang weg aus der ersten Liga. Abgestiegen, ja? Vielleicht bald ja auch aus der zweiten. Und Nürnberg, das ist nicht so lang her. Da haben sie ja gerade noch einen Pokal gewonnen da. Ja. Ich sag gleich Kaiserslautern. Okay, also das mit Nürnberg ist schon mal richtig. Die sind 2014 erst abgestiegen. Ja. Also insofern. Mein Herz schlägt ja für Kaiserslautern. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, wann die zuletzt abgestiegen sind, aber ich weiß, dass sie insgesamt 10 Zweitliga-Jahre bis jetzt haben. Und die sind aber schon mehrmals abgestiegen. Das heißt, das wären ja jetzt schon 9 Jahre zweite Liga, wenn sie seit 2009. Da haben Sie also hier noch eine Mathematikaufgabe draus gemacht. Ja. Und Union Berlin ist allein für mich deswegen wahrscheinlich, weil sie noch nie in der ersten Liga waren. Das heißt, wenn die in der zweiten Liga waren, dann waren sie immer da. Die sind dann. Aber vielleicht noch nicht so lange wie Kaiserslautern. Ja, das weiß ich eben nicht. Deswegen habe ich ja auch ein bisschen gewartet. Kaiserslautern ist ja schon mal aufgestiegen in die erste und dann sogar Meister geworden. Ja, genau. Und dann auch wieder abgestiegen. Und die sind aber insgesamt 10 Jahre in der zweiten Liga schon. Das habe ich kürzlich irgendwo mal nachgeschaut, zufällig. Dann kann ja Kaiserslautern nicht stimmen. Deswegen habe ich ja Union Berlin getippt. Ich habe schon verstanden. Was mir wirklich Angst macht, ist, dass Sie eben gesagt haben, dass Sie das irgendwann mal zufällig nachgeschaut haben. Wie Sie all diesen ganzen anderen Unsinn auch mal zufällig nachgeschaut haben. Ja, ist halt so. Es ist, wie es ist. Richtig ist C, Union Berlin. Ach, geil. Eisern Union, sagt man hier in Berlin. 2009 aufgestiegen. Und seitdem immer drin. Und wie lange ist Kaiserslautern in der zweiten Liga? Seit 2012 erst wieder. Die waren ja vorher auch schon mal. Ach, ja, die sind ja rauf runter. Überhaupt kein Gefühl für Zeit, glaubst du? Ja. Und du bist doch noch sehr jung. Woher willst du das denn wissen? Das ist ja das Blöde für diese Traditionsvereine. Es gibt ja keine Wiederaufstiegsgarantie. Bitte? Nee. Bin ich jetzt echt 2 Fragen weg vom. Ja. Möchten Sie aussteigen? Scheiße, ich werde langsam nervös. Ja, bitte. Er möchte noch ein Bierchen haben. Alles kein Problem. Jetzt nicht. Frage ich jetzt sonst. Aber jetzt merke ich, jetzt steigt es langsam. Ich werde jetzt. Jetzt kommt's. Jetzt werde ich nervös. Ja, richtig. Also. Nur die Ruhe, Sie führen 1-0 und beantworten möglicherweise schon die nächste Frage richtig. Sie lautet: Seit Ende der 80er Jahre ist das fränkische Rot Austragungsort des weltweit größten Wettkampfs im 24-Stunden-Bahnradfahren, im Skilanglauf-Marathon oder auf der Triathlon-Langdistanz? Schon gepasst. Beide sagen C. Katrin? Ja, das ist jetzt gemein, weil das ist ja echt ein Heimspiel. Also das. Für dich ein Heimspiel? Ja. Wie weit ist das weg? Du kommst aus Erlangen? Ich komme aus Erlangen, es sind 50 Kilometer. Okay, und das weiß man da in der Region? Das ist eine Riesennummer. Das weiß also, man nämlich nicht. Das ganze nicht. Altmühltal ist im Triathlon-Fieber. 3000 Einzelstarter, 650 Staffeln. Mhm. Das weiß man nicht nur in Mittelfranken und da drumherum, sondern in der ganzen Welt. C ist richtig. Triathlon-Metropole Rot. Sie führen mit 2-1. Noch eine richtige Antwort, gleich die nächste vielleicht, dann falle ich um. Nee, wehe. Aber also ich sag mal, wenn es schon sein muss, dann in die Richtung bitte. Nein, ich würde natürlich alles versuchen. Ja. Allerdings müssten Sie auch schnell wieder aufstehen, weil wir bräuchten Sie für ein Finale. Oder Sie sagen, das lasse ich der Dame. Ja, schauen wir mal. Ja, glaub auch. 2-1 Führung, kurz vor dem 5. grünen Kreuz. Unser Kandidat Günther Tömmes, 54 Jahre jung, aus Brunn in Niederösterreich. Beantwortet vielleicht diese Frage richtig.
und zieht ein ins Finale. Sie lautet: Welcher Deutsche ging als einer der seltenen Halter des Regenbogentrikots in die Geschichte seiner Sportart ein? War das Jan Frodeno als Ironman-Sieger? Oder Dirk Nowitzki als Most Valuable Player der NBA, im Basketball in Amerika? Oder C, Rudi Altig als Straßenrad-Weltmeister? Oh, Scheiße. Was war das denn? Gewitter. Sie hat eine SMS bekommen. Kann mir jemand helfen hier? Nein, das kann ich klar sagen. Nein. Das fangen wir gar nicht erst an. Aber ich kann ja mal drücken. Oder C, oder B, oder A. Uiuiui. Ja, C hatte ich auch erst. Ja, Sie hatten C, ja. Und C hatte ich erst und hab's dann gewechselt, weil das Regenbogentrikot, ich konnte das irgendwie mit dem Radsport jetzt nicht verorten. Du schon? Aber ja, Dirk Nowitzki hatten wir schon. Ja, ich hab, hätten wir ja auch noch mal haben können. Aber du kennst kein Regenbogentrikot aus der NBA? Doch, also visualisiert. Ich habe vor Augen, wie grün, rot, gelb auf weißem Grund. Genau, und das hast du beim Radfahren? Ja. Und Rudi Altig ist ja Straßenradweltmeister gewesen. Mhm. Eine Ikone dieser Sportart. Ja. Tönnes, was machen Sie für Sachen? Ich habe das Regenbogentrikot... Sie waren richtig die ganze Zeit. Ja, ich habe das Regenbogentrikot beim Radsport nicht in Verbindung bringen können. Und ich habe gedacht beim Ironman, dass die irgendwo sowas Verrückteres machen, weil das ja irgendwo... Nein, die haben einen Lorbeerkranz auf dem... Mehr Zeitgeist, moderner... Ich will Ihnen jetzt nicht reinquatschen, aber ich habe ein bisschen den Eindruck, dass tatsächlich die Aufregung davon steigt. Cool bleiben. In diesem Fall gilt, Antwort C ist richtig. Dieser Punkt geht an Katrin Müller-Hohenstein. Und damit steht es 2-2. Ruhig durchatmen. Ganz entspannt bleiben. Es steht 2-2. Wer die nächste Frage alleine richtig beantwortet, gewinnt das Duell. Mit dem Unterschied, dass Katrin hier bleiben dürfte und sie nicht. Welcher europäische Verein trägt wie Hertha BSC seit vielen Jahrzehnten den Beinamen Alte Dame? Ist das Manchester United oder Juventus Turin oder Real Madrid? Gebuzzert ist schon. Gebuzzert ist schon. Ja? Manchester Red Devils, Real, die Königlichen, Juve, die alte Dame. B ist richtig. Jetzt wird es aber wirklich spannend hier, ne? 3-3, nächste Frage. Welchen Rekord für die Ewigkeit stellte der Amerikaner Wilt Chamberlain am 2.3.1962 auf? A. 10 Touchdowns in einem Footballspiel der NFL, also der National Football League. B. 20 Tore in einem Eishockeyspiel der National Hockey League NHL. Oder 100 Punkte in einem Basketballspiel der NBA. Hat er gebuzzert? Ja, noch 4 Sekunden für dich, Katrin. Ja! Ich weiß das. Sie wissen das? Ja. Warum wissen Sie sowas? Weil das ist ein Rekord, der als ehemaliger Basketballer interessiert mich das soweit. Das ist ein Rekord für die Ewigkeit. Das hat noch kein Spieler vorher und nachher geschafft, 100 Punkte in einem Spiel zu machen. Ich wollte auf Spannung machen und Sie schicken hier so. 5:3. 4:3. Günther Tönnes gewinnt das Duell Sport. Jetzt bringen Sie hoch. Komm, wir gehen mal hoch zum Abis. Dankeschön. Wir sehen uns später noch. Dankeschön. Dankeschön. Vorsicht. Danke. Viele Stufen hier. Achtung. Auch dieser Mann hat seine Hand am Geldkoffer. Jetzt hat die Einsamkeit für Marlies Seemann ein Ende. Auch Günther Tömmes hat es geschafft, alle 5 Duelle zu gewinnen. Sie treffen sich zum Showdown im großen Finale.
Oder schafft es noch ein Kandidat, alle fünf Experten zu besiegen? Denn es kann nur einen Quiz-Champion geben. Hey, super. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich. Bis nachher. Ja, ich bin auch. Ich hab's ja eingangs schon gesagt. Ich mag das gerne, wenn Quiz-Kandidaten so fair miteinander umgehen. Wir? Gerne. Aber Sie wissen, wir müssen noch im Finale spielen. Ja, natürlich. Wollen Sie jetzt ein alkoholfreies? Nö. Das fangen wir gar nicht erst an. Hefeweizen, oder? Ja. Hefeweizen. Sie sagten Hefeweizen? Aber nicht, dass Sie nachher sagen, der Kater hat mich abgefüllt und so. Passt schon, passt schon. Nehmen Sie vielleicht es geht ja noch zwei Stunden oder da so. Da bin ich nicht ganz sicher. Da bin ich nicht ganz sicher. Oh. Ihr könnt ein bisschen kuscheln, aber vielleicht geht's gar nicht lang. Da freut sich einer. Das glaube ich. Sie haben beide ganz Tolles geschafft. Fünf grüne Kreuze gegen herausragende Experten. Was für ein Spiel. Und das ist unser nächster Kandidat. Sie steckt voller Leidenschaft und voller purer Energie. Ich bin Carla Schaut, 51 Jahre alt und passionierte Tango-Tänzerin. Von Beruf bin ich Diplom-Übersetzerin und Eventmanagerin. Und zurzeit arbeitssuchend. Vom Tanzparkett auf die Quizbühne. Hier geht es für Carla Schaut um Ruhm, Ehre und ihre Lebenseinstellung. Mein Lebensmotto ist, entweder man lebt oder man ist konsequent. Deswegen kenne ich mich auch in vielen Bereichen gut aus. Im Bereich Ernährung besonders. Wo gut gegessen wird, fühlt sie sich wohl. Auf Sizilien, Südfrankreich oder wie hier in München. Ich liebe den Viktualienmarkt. Hier gibt's einfach alles. Exotisches Obst, Gemüse. Und durch meine vielen Reisen koche ich gern international. Drum ist das für mich hier das Paradies. Also beim Kochen macht der Carla wirklich niemand was vor. Das kann er richtig, richtig gut und es schmeckt immer wahnsinnig lecker. Sowieso ruft die 51-Jährige liebend gern ihr Wissen ab. Und das sogar mehrsprachig. Wenn man wie ich Sprachen studiert hat und als Reiseleiterin rumgekommen ist, da kennt man sich auch geschichtlich ganz gut aus. Kostprobe gefällig? Ecco il nuovo municipio. A Frauenkirche come Storas de Cebolas de Toren het ook Aude Peter. Frau Schaut, und warum werden Sie Quiz-Champion? Ich werde Quiz-Champion, weil ich mich auch auf dem Quizparkett sicher bewege. Und die gute Laune, die bringe ich auch mit nach Berlin. Hier ist unsere letzte Kandidatin, Carla Schaut. Ich wollte sofort Tango tanzen. Das machen wir dann im Laufe des Abends. Schön, Sie hier zu haben. Danke. Ja, das ist doch toll, wenn das Publikum so reagiert. Die haben Sie gesehen, sind gleich ausgerastet, richtig gehend. Herzlich willkommen bei uns. Danke. Schön, dass Sie da sind. Kommen Sie gleich hier in die Mitte. Sie sind lange nicht das Letzte, aber Sie sind unsere letzte Kandidatin für heute. Also entweder Sie marschieren hier auch durch und wir spielen Finale zu dritt. Oder wir trennen uns zu irgendeinem Zeitpunkt, das kann ja auch passieren. Dann spielen die beiden das Finale. Auch spannend. Aber ich hätte es auch gern mit Ihnen, ehrlich gesagt. Gucken wir. Sie wissen, was hier vorne, Mini-Geschichte, machen wir zack, zack. Frau Schaut, Sie können mich gut hören auf diese Distanz. Ich höre Sie gut, ja. Das heißt, Sie können alles verstehen, insbesondere akustisch. Dann beginnt das Duell mit Carla Schaut jetzt. In welchem südostasiatischen Land heißt die Hauptstadt Bangkok? Thailand. Richtig. Wie heißt die Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion? Ich bin gerade verwirrt. Weiter? Weiter. Andrea Nahles, um welche Lebensmittel handelt es sich bei Champignons und Pfifferlingen? Pilze. Richtig. In welcher Sportart war der Schwede Stefan Edberg erfolgreich? Tennis. Richtig. Wie heißt das erste und zugleich berühmteste Raumschiff der Star Trek-Reihe? Enterprise. Richtig. Wer verfasste das berühmte absurde Theaterstück Warten auf Godot? Beckett. Richtig. Redet jemand Klartext, dann nimmt er laut Redewendung kein Blatt vor den Mund. Richtig. In welcher deutschen Metropole findet seit 2007 die Fashion Week statt? Hamburg, Berlin. Nein, Hamburg ist falsch, es ist Berlin. Diagnostiziert ein Arzt eine Anämie, dann benennt er es umgangssprachlich mit dem Wort? Blutarmut. Richtig. Am 8. geht doch alles. Bitte sehr. Peinlich. Ja. Nicht ist gar nicht so peinlich. Wir sehen Ihre Begleitung. Danke. Claudia ist mit hierher gekommen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Mein Maskottchen. Gut. Insbesondere natürlich schön, Frau Schaut, dass Sie da sind. Haben Sie Vorlieben, was die Kategorien angeht? Ja, man hat es ja schon im Film gesehen, dass ich auch gern mich in der Ernährung befasse mit dem Kochen. Ansonsten habe ich vor allen anderen sehr großen Respekt. Ach, von mir nicht.
sowas nicht gemeint. Wie man es sagt, ist es falsch. Ne? Ich denke, es kommt auch ein bisschen auf Glück an. Ja, klar. Wissen also, in der Mischung mit Glück und ganz genau richtig. Dann würde ich doch vorschlagen, bringen wir es einfach hinter uns. Versuchen wir es und ansonsten sollen die zwei oben das unter sich ausmachen. Dann seien Sie mal, ja Moment, also aufgegeben werden nur Briefe bei der Post, aber doch hier keine Frageduelle. Okay. Frau Schaut, Zufallsgenerator ab. Sport. Holen Sie sich die Quiz-Goldmedaille. Ihre Gegnerin in der Kategorie Sport, Katrin Müller-Hohenstein. Ja. Hallo Carla. War jetzt nicht Ihr Lieblingsauftakt? Nein. Aber also ich mag Sport, das interessiert mich auch, aber ich habe halt einfach Lücken, Wissenslücken. Naja, wir haben auch hier schon Angelfragen gehabt und so weiter, wo du einfach sagen kannst, ich will hier weg. Ja? Das Duell Sport zwischen Katrin Müller-Hohenstein und Carla Schaut beginnt mit dieser Frage. Das ist doch mal eine schöne. Welches dieser legendären Sportreporter-Zitate hat die wenigsten Jahre auf dem Buckel? A. Wo ist Bele? B. Flieg Albatros flieg? Oder C. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen? Welches ist das jüngste Zitat? Wenigsten Jahre und welches ist das jüngste? Beide haben ja schon mal eine Idee entwickelt. Wer sich sicher ist, buzzert. Wer sich nicht sicher ist, wartet noch ein bisschen. Und wer... Ja, was soll ich sagen? Besser wird's nicht mehr. Besser wird's nicht mehr? So, Katrin, das musst du mir jetzt mal erklären. Das, ja, es ist, ich glaube, die sind ja in etwa gleich alt. Also ich bitte dich. Ja. Also aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, das ist 54. Ich glaube, da sind wir uns einig, das ist am längsten her. Richtig? Das konnte ich auch noch zuordnen. So, dann Bele war Skilanglauf. Der ist heute aber Trainer und der ist ja noch gar nicht so alt. Jetzt guck nicht so gönnerhaft. Nee, was heißt gönnerhaft? Das ist, ja, das ist ja alles richtig. Jochen Bele. Ja, und der Schwimmer, der Fröhliche? Wo war denn das? War das 84? Du wüsstest, welcher Schwimmer? Ja. Und ehrlich gesagt, kein schlechter Tipp mit 1984. Ja. Aber die Frage ist, war Bele davor oder danach? Das ist ehrlich gesagt die Frage, ja. Also, so kann, wir könnten den Zeitgeschichtsexperten dazu nehmen. Aber Schätzchen, du weißt es doch, jetzt sag's doch. Ja, gleich. Der Zeitgeschichtler sagt auch, dass Rahn ganz am Anfang stand. Ich will mal frech sein, so weit waren wir schon. So weit waren wir schon. Aber ich muss es ja entwickeln können. Ja, bitte. Und dann denke ich eigentlich eher, dass Bele der Jüngste ist. Aber das ist nicht fachkundig. Okay, also. Flieg Albatros Flieg meint Michael Groß und war natürlich 1984, Rahn 54 und Bruno Morawetz legendäres Wo ist Bele? Weil er irgendwie nicht aus dem Wald rauskam und nicht von der Kamera eingefangen war 1980. Deshalb ist B richtig. Flieg Albatros Flieg. Mit diesen weiten Schwingen bei, ich glaube, 200 Meter Delfin, hoffentlich rede ich mich nicht um Kopf und Kragen. Er hat eine riesen Spannweite. Jörg von Tocher, der Reporter, Flieg, Albatros Flieg. Zur Goldmedaille übrigens bei den Olympischen Sommerspielen von Los Angeles. Weil du so zwischen Bele hin und her und so. Ne? Und dann ja, aber die sind nicht, ich glaube, dass die nicht weit auseinander sind vom Alter her. Nee, es ist ja auch nah beieinander und ihr habt euch richtig entschieden. Es steht 1-1 und wir spielen so weiter. Wer entscheidet beim Olympischen Ringen zuweilen endgültig über Sieg oder Niederlage? Der Kampfminister, der Mattenpräsident oder der Ringkanzler? Katrin, 3 Sekunden. Sie haben sich das ja entwickelt, nämlich wie? Ich glaube einfach, dass Minister und Präsident, also erstmal beim Ringen hat man ja einen Ring,
Wobei, das hat man auch beim Boxen, ne? Den hat man eben, nee, den hat man eben nicht. Deswegen bin ich total irritiert. Du hast nur eine Matte. Und Präsident klingt aber auch total Mischugge. Deswegen habe ich den weggeklickt. Klingt politisch und überhaupt nicht nach Sport. Eben, Kampfminister geht überhaupt nicht. Ja, vielleicht hat mich ja der Ring in die Irre geleitet. Ist ein Ringer da? Aber wir haben beide C genommen. Also tatsächlich ist eben kein Ring. Nee, ja. Okay, du hast nur eine Matte. Du hast das eigentlich genau richtig erklärt, du hast nur falsch geantwortet. Ja, aber Mattenpräsident klingt doch total bescheuert. Findest du nicht? Das könnten wir jetzt, ja, ja. Hab ich auch gedacht. Es klingt total bescheuert. Einigen mal sagen wir es einfach mal zusammen. Es klingt total bescheuert. Aber es ist richtig. Aber es ist richtig. B, der Mattenpräsident. Ich hatte es bis eine Sekunde vor Schluss. Ich weiß, das ist jetzt zum zweiten Mal. Ich denke, ich sehe das immer, wie du hin und her springst. Lustig. Ich kenne nur die Blumenkohlohren von den Ringern. Siehst du, das wäre so unnützes Wissen. Die, ja. Weil die sich immer ja, so auf den Ohren... Das haben die... sieht ein bisschen doof aus anschließend. Nö, also das gehört zur Sportart dazu. Ja. So. Ich zeig dir mal Blumenkohlohren. Eins oder Karfiolohren, das hatten wir auch schon. Also eins, ein paar heiße Ohren. Ja, ein Satz heiße Ohren. 1-1 und wir spielen weiter. Das ist eine Frage, Freunde der christlichen Seefahrt. Schlägt La Albiceleste die Seleção und verliert El Tricolor gegen La Celeste, dann heißt das Finale der Copa America Uruguay gegen Brasilien, Argentinien gegen Uruguay oder Argentinien gegen Mexiko? Moment. So, jetzt kann man die Farben natürlich übersetzen und... Baf! Ah. Wenn ich jetzt die mexikanische Fahne wüsste. Hat sie gebuzzert? Nee, noch nicht. Nee, sie hat eingeloggt, aber noch nicht gebuzzert. Jetzt hat sie gebuzzert. Es ist eine brutale Frage, muss man wirklich... Also, Albi Celeste, meine ich, sind die Argentinier, himmelblau. Mhm. Himmelblau. Seleção ist die Aussage, das ist portugiesisch, darum denke ich, das ist Brasilien. Okay, so. Aber also schlägt... Argentinien, Brasilien. Dann ist Argentinien im Finale. Argentinien im Finale. Also dann kann es nur noch B oder C sein. Ich bin sicher gewesen, okay. Dass es Argentinien. Aber El Tricolor gegen La Celeste, also eine dreifarbige Fahne gegen die Blauen. Das heißt, ach, verliert. Mist, die verlieren. Und dann sind die Blauen drin. Und dann ist es Uruguay. Hm? El Tricolor. Tricolor heißt dreifarbig. Tricolor ist, ja. Ist Mexiko. Grün, weiß, rot. Mexiko verliert. Da sind die ja draußen. Sie haben jetzt ganz ehrlich, Sie haben es perfekt erklärt. Aber falsch, ja, ich habe da nur das verliert. Das war gemein. Ich habe mich so auf diese Namen konzentriert. Ja, alles richtig, was Sie gesagt haben. Es ist okay, alles richtig, was Sie sagen. Nur dieses eine Wort, das Katrin offensichtlich richtig gelesen hat. Weil sie sich für B entschieden hat. Ja. Das Finale der Copa America hieße dann Argentinien gegen Uruguay. Und deshalb geht dieser Punkt an Katrin Müller-Hohenstein. Ja. 2-1 Führung für die Expertin. Wenn Katrin die nächste Frage richtig beantwortet, dann würden wir schon, bevor wir Tango tanzen, uns schon wieder trennen, was ja wirklich schade wäre. Das wäre sehr schade. Das wäre wirklich schade. Das wäre sehr schade. Und das hieße für euch, dass noch mal ein kleiner Stressmoment an diesem Samstagabend auf euch zukommt. Nach Aber so weit sind wir noch nicht. Hier sind schon ganz andere Spielstände gedreht worden. Und Ihnen gilt unser ganzes Daumendrücken, wie allen anderen Kandidaten auch. Hier ist die nächste Frage. Wie heißt ein mehrtägiger Wettbewerb im Skilanglauf, der wie ein Etappenrennen im Radrennsport ausgetragen wird? Heißt der Skiathlon oder Vier-Läupen-Tournee oder Tour de Ski? Skiathlon, der ging so erschießen. Katrin macht ernst. Also das ist jetzt überhaupt nicht mein Fachgebiet. Also ist Sport ein brutaler Auftakt für Sie? Wir haben einmal Sport C ist ganz und einmal brutal. B. Das habe ich noch überlegt, ob ich auf Tour de Ski gehe. Machen Sie es kurz und schmerzlos. Ja? Mhm. C ist richtig. Tour de Ski. Punkt für Katrin Müller-Hohenstein und damit mit 3-1 Sieg im Geld. Nicht schlimm.
Spaß gemacht. Mir totalen und, Spaß. Ja, totalen Spaß. Schön, Sie alle kennenzulernen. Ja, und Moment. So leicht werden Sie uns nicht los. Denn das ist eine großartige Kandidatin. Carla Schaut. Danke fürs Mitspielen. Große Stufe. Danke. Alles Gute. Das war der letzte Tango von Berlin. Es hat sich ausgetanzt. Adios, Carla Schaut. Tolle Kandidatin. Und wir spielen beim Quiz Champion 2018 das große Finale. Jetzt mit zwei ausgewiesenen Top-Kandidaten. Darf ich euch zu mir bitten? Auf geht's zum Finale. Marlies Seemann und Günther Tönnes haben alle fünf Experten besiegt. Sie haben in zwei Sendungen gezeigt, dass sie in fünf Wissensgebieten auch von absoluten Experten nicht zu schlagen sind. Wir freuen uns auf einen spannenden Zweikampf um den Quiz-Champion-Titel. Meine Damen und Herren, jetzt beginnt das große Finale und der Kampf um 100.000 Euro. Marlies, willkommen zurück. Nehmen wir die Dame in die Mitte. Ja, natürlich, gerne. So viel. Ihr sollt hier. An dieser Stelle begrüßen wir unseren Notar Dr. Jacobi. Herzlich willkommen, Herr Dr. Jacobi. Herr Dr. Jacobi, erstmal schön, Sie zu sehen. Sie kommen mit drei Umschlägen. Ja. Wir werden schnell erklären, woran das liegt. Jeder Kandidat bekommt einen Umschlag. Ja. Und auch derjenige, der als Zweiter einen Umschlag zielt, soll noch die Möglichkeit haben, auszuwählen. So ist es. Deshalb haben wir Umschläge A, B, C. Da sind jeweils fünf Fragen drin für unser Finalspiel. Frau Seemann hat als Erste das Finale erreicht, deshalb hat sie das Recht als Erste. Sie grätschen mich sofort ab, wenn ich das sage. Alles gut. A, B oder C? A, bitte. A. Und auch Günther hat die Möglichkeit, zwischen B und C zu wählen, entscheidet sich für C. Umschläge bleiben verschlossen. Ich gebe B zurück. Dankeschön. Danke, dass Sie aufmerksam mit dabei sind. Vielen herzlichen Dank, Dr. Jacobi. Umschlag A für die Kandidatin, Umschlag C in freier Wahl für unseren Kandidaten. Sie spielen als Erste, weil Sie auch als Erste ins Finale gekommen sind. Darf ich Ihren Umschlag bitte haben? Gerne. Darin befinden sich nämlich, völlig überraschend, drei Umschläge? Nein, fünf. Okay. Oppo. Vorsicht, da ist eine Stufe. Da ist eine Stufe, das ist nett, dass Sie es sagen. Das sage ich ja immer zu den Kandidaten. Hier sind fünf weitere Umschläge mit den jeweiligen Kategorien. Wir gehen nach vorne, Sie bitte zum Pult. Jo. Und unsere Wege trennen sich für einen kleinen Moment, weil ich die entsprechenden Umschläge an die Kandidaten weiterreiche. Mit der Bitte, sie erst zu öffnen, wenn aufgefordert. Literatur und Sprache. Ernährung. Sport für Katrin. Danke. Film und Fernsehen. Dankeschön. Und Zeitgeschichte. Natürlich geht es darum, wer mehr Antworten richtig hat, der oder diejenige gewinnt. Die Fragen werden von den Experten vorgetragen und müssen unmittelbar beantwortet werden. Ja. Und die erste Antwort gilt. Okay? Okay. Und die Experten lösen auch auf, ob richtig oder falsch. Axel Milberg. Die erste Frage kommt von Axel Milberg, Literatur und Sprache. In welcher Stadt steht das Stammhaus der Buddenbrooks in Thomas Manns gleichnamigem Roman? Lübeck. Die Antwort ist richtig. Gute Aufgabe. Fragen stehen auch hier, ne? Okay. Weil Sie hochgeguckt haben, manchmal kann das ja helfen. Den Tipp gebe ich unserem zweiten Kandidaten natürlich genauso. Testen Sie Ihr Wissen. Horst Lichter. Ich werde es euch noch zeigen. Ja. Wie nennt man den auch hierzulande beliebten Dip aus der libanesischen Küche aus Kichererbsenmus und Sesampaste? Hummus. Das ist richtig. Letzten Moment. Sport. Katrin Müller-Hohenstein, Ihre Frage bitte. In welcher Sportart ist die Vuelta a España einer der drei jährlichen Saisonhöhepunkte?
Radfahren? Radsport, das ist richtig. Oh. Das war aber dünnes Eis jetzt, oder? Das war verdammt dünnes Eis. Die Vuelta a España. Wie sind Sie dann drauf gekommen? Ich habe keine Ahnung. Das kam irgendwie so. Ja? Bitte sehr, Film und Fernsehen. Michael Bulli Herbig, Ihre Frage bitte. Welcher legendäre deutsche Komiker prägte die Weisheit, ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos? Loriot. Ja, das stimmt. Ja, Loriot. Also ganz ehrlich, so wie du geguckt hast, dachte ich schon, dass bei dir auf der Karte steht Vico von Bülow und ich den Notar reinrufen muss. Ja. Oh. Aber es war ja Loriot. Das wäre also so ein Oscar-Phänomen gewesen, ne? Ja, ja, ganz genau. La La Land. Ja, ja. La La Land. Wir wollen sie nicht rausbringen. Vier grüne Kreuze, vier Fragen richtig beantwortet. Jetzt Zeitgeschichte. Es geht um 100.000 Euro. Professor Guido Knopp, Ihre Frage. Wer war der erste Kanzlerkandidat der CSU, der bei einer Bundestagswahl antrat? Strauß. Richtig. Franz Josef Strauß ist richtig. Mehr geht nicht. Bitte. Okay. Soll ich noch mal ganz kurz wegen der Stufe? Ja. Na ja. Okay. Wow. Bravo, du machst es mir aber nicht leicht. Nein. Alle fünf richtig. Optimale Ausbeute. Thomas, ich nehme Ihre Fragen. Versuche jetzt mal nicht, die Umschläge runterzuschmeißen. Ja, wirklich peinlich, wenn mir das nochmal passiert. Hier sind die entsprechenden Frageumschläge drin. Wir gehen nach vorne und treffen uns in wenigen Sekunden wieder. Erstmal gibt's Umschläge. Ja. Für Axel. Dankeschön. Für Horst. Dankeschön. Für Katrin. Danke. Für Bulli. Dankeschön. Und für Guido. Danke. Bitte sehr. Damit die Regeln noch mal klar sind, auch Günther Thomas muss alle fünf Fragen richtig beantworten, damit wir weiter Finale spielen. Mhm. Beim ersten Fehler hieße das, dass Sie Quiz Champion 2018 ist. Auch hier beginnen wir mit Literatur und Sprache. Und mit Axel Milberg und seiner Frage. Welcher Günter Grass-Roman handelt vom kleinen Oskar Mazerat, der nicht wachsen will? Die Blechtrommel. Richtig. Auch hier der Hinweis, die Fragen werden hier eingeblendet. Ach so, okay. Ja, habe ich jetzt gar nicht gehört. Alles klar, danke. Ja. Das ist Ernährung. Wissensrunde 2 mit Horst Lichter. Wie nennt man in Großbritannien das dort gebräuchliche Maß für 568 Milliliter Bier? Ein Pint. Das ist richtig. Ein Pint. Katrin. In der Kategorie Sport. Ihre Frage? Welcher norwegische Biathlet ist der erfolgreichste Winter-Olympionike aller Zeiten? Bjørndalen. Ich glaube, das kann man gelten lassen. Hier steht Ole Einar Bjørndalen. Ole Einar Bjørndalen. Bjørndalen. Ich bin mir nicht sicher, ob er Lars Ove oder irgendwie heißt. Aber Ole Einar Bjørndalen, das ist okay. Richtig. Film und Fernsehen. Mit Michael Bulli Herbig und seiner Frage. Also an der Stelle möchte ich gerne sagen, dass ich es euch beiden gönne. Ihr seid beide so sympathisch. In welcher Fernsehserie lösen die FBI-Agenten Dana Scully und Fox Mulder seit den 90ern zahlreiche mysteriöse Fälle? Ich weiß es, jetzt stehe ich am Schlauch. Ich weiß es. X-Files. Akte X. Scheiße. Ja, aus.
Sie haben X-Files gesagt. Ja, das ist der englische Titel. Ich glaube, auf Deutsch heißt es Akte X. Moment, da fragen wir den Notar, dafür haben wir ihn ja. Also, was ist als richtige Antwort? Also, es ist Akte X, das stimmt. Ja, wie heißt die Serie im amerikanischen Original? Wenn die X, wie heißt sie? X-Files. Also, es X-Files. Steht hier nicht, aber es ist X-Files. Ja, also, wenn die Serie im Original X-Files heißt und er den Originaltitel richtig genannt hat, dann ist das richtig. Würde ich auch sagen. Das ist richtig. Ich weiß nicht, was der Notar sagt. Danke, Herr Jakobi, Nick. Nur noch mal ganz kurz die Frage. In welcher Fernsehserie, hier steht auch nicht, in welcher Fernsehserie mit deutschem Titel oder irgendwas, hier steht nur, in welcher Fernsehserie. Herr Jakobi, Sie verfolgen das? Vollkommen richtig. Er hat X-Files gesagt, das ist der amerikanische Originaltitel. Ja. Auch wenn Bully auf seiner Karte nur den deutschen Titel hat, ist es die korrekte Antwort? Vollkommen korrekt. Okay, dann ist das eine richtige Antwort und ein schönes Kreuz. Zeitgeschichte. Es bleibt spannend im Kampf um 100.000 Euro. Professor Guido Knopp, Ihre Frage. Welchen Städtenamen trägt die 1977 entführte Lufthansa-Maschine, die künftig in einem Friedrichshafener Museum zu sehen ist? Landshut. Richtig. Was für Wahnsinnskandidaten sind das? Fünf richtige, auch bei Günther Tömmes. Wir gehen zurück nach vorne. Wir werden das schon hinkriegen. So leicht mache ich dir es nicht. Ja. Und wieder bitten wir den Notar zu uns mit weiteren Umschlägen. Ich hätte Mogadischu gesagt, aber was für ein Schwachsinn. In Mogadischu. In Mogadischu war das, ja. Sie kommen heute richtig ans Arbeiten, Herr Dr. Jakobi. Also, wir bleiben dabei. Sie war zuerst im Finale, sie darf zuerst auswählen. Ja. A, B oder C? Aber gut. Bitte. Danke. B oder C? C war gut. Dann geht B an den Notar. Viel Erfolg. Ich nehme Ihren Umschlag. Der bleibt verschlossen. Wir öffnen hier. Das Verfahren ist ja mittlerweile hinlänglich bekannt. Und dann gehen wir nach vorne. Okay. Okay? Bitte. Ja. Nächste Runde Finale. Jetzt wollen wir es wissen. Literatursprache, Axel Milberg. Ernährung, Horst Lichter. Die liebe Katrin Müller-Hohenstein, Sport. Ja. Michael, schön. Film und Fernsehen. Und Professor Guido Knopp. Okay. In Zeitgeschichte. Oh, das ist aber ein Herzschlagfinale hier. Mit zwei Top-Kandidaten. Aber es geht ja immerhin auch um 100.000 Euro. Marlies, Sie sind soweit? Jo. Dann kommt die erste Frage aus dem Bereich Literatur und Sprache. Von Axel Milberg. Wer schrieb Anfang des 19. Jahrhunderts eine Novelle über den Pferdehändler Michael Kohlhaas? Heine? Nee, falsch. Was haben Sie gesagt, die Antwort? Heine. Heine? Quatsch, völliger Quatsch. Hein stimmt, aber Heinrich von Kleist. Ja. Ist ja noch nichts passiert. Ganz ruhig bleiben. Ja. Entspannt. Okay. Sie haben noch vier Chancen, Kreuze zu sammeln. Mhm. Im Übrigen muss dann Günther auch erst noch ran. Tut mir leid. Ernährung. Ja. Und weiter geht's mit Horst Lichter. In welchem Land sind Tom K. Gai und Tom Yam Gung große Klassiker der nationalen Küche? Thailand. Ja. Tom K. Gai und Tom Yam Gung aus Thailand. Da ist das erste grüne Kreuz. Und wir werden noch ein paar schaffen. Katrin Müller-Hohenstein. In welcher Stadt? Moment. Erst wird das Licht zu dir. Okay. Und? Ihre Frage bitte, jetzt. In welcher Stadt sitzt der offizielle Videoschiedsrichter der ersten Fußball-Bundesliga, der bei strittigen Situationen entscheidet? Dortmund. Leider falsch, das ist Köln. Die richtige Antwort wäre Köln gewesen. Okay. Einfach nicht gewusst. Nö. Nö, gibt's. Fußball. Ja, ist ja alles nur Fußball. Film und Fernsehen. Mit Michael Bulli Herbig. Und seiner Frage. Ja, ist ja gut.
Welches Hundepaar kommt sich in einem Disney-Zeichentrickfilm von 1955 bei einem romantischen Spaghetti-Essen näher? Susi und Strolch. Ja, ist klar. Sehr gut. Ja, man hat schon an Bullis Gesicht hat man gesehen, es kommt irgendeine ganz niedliche Frage. Ja. Ne? So richtig lieb gefreut. Zeitgeschichte. Mit Professor Guido Knopp. Wie viele Länder sind insgesamt ständige Mitglieder im UN-Sicherheitsrat? 5. Richtig. Drittes grünes Kreuz. Und das muss Günther Tömmes erstmal machen. Okay. Jetzt gehen wir zurück. Jo. Ich reiche noch mal Arm, Hand oder was auch immer Sie brauchen. Jetzt wird's spannend. Die werden schon schwerer, die Fragen. Die Fragen, ja, das wird dann von Runde zu Runde schwerer. Ja. Darf ich an den Umschlag ich jetzt auch nicht mit dem großen bekommen? So, auch unter dem Druck und in der Schnelle und so, ne? Okay, wir überprüfen nur. Die ist gut geschlagen. Hier sind die Umschläge. Wir wandern. Cool bleiben. Wir wandern. Drei grüne Kreuze. Wenn Sie hier 4 richtige schaffen, dann wär's der Sieg. Literatur und Sprache. Ernährung. Danke. Katrin, bitte sehr. Dankeschön. Lee, Film und Fernsehen. Dankeschön. Und Guido Knopp, Zeitgeschichte. Kommen ja auch noch richtig ans Wandern. Heute in Kilometergeld bezahlt. Ja, heute ging's ein bisschen. Nochmal zum Verfahren. 3 grüne Kreuze Gleichstand. Das 4. grüne Kreuz hieße, dass Sie Quiz-Champion sind und um 100.000 Euro reicher. Die erste Frage, Literatur und Sprache. Und die kommt wieder von Axel Milberg. Wer verfasste mit Herr Puntila und seinem Knecht Matti einen Theaterklassiker? Sein Knecht Matti. Bertolt Brecht? Richtig. Das ist richtig. Aber Sie haben auch geschwitzt. Ja, ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Bertolt Brecht ist richtig. Erstes grünes Kreuz. Ernährung. Mit der Frage von Horst Lichter. Ich mach den immer mit so viel Leidenschaft. So. Welches auch grüne Fee genannte hochprozentige Getränk wurde in den 20er Jahren in Deutschland verboten? Absinth. Absinth ist richtig. Noch führt Marlies Seelmann mit 3:2, aber Sie haben ja noch Chancen. Jetzt Sport. Leidenschaftlich geht es weiter mit Katrin Müller-Hohenstein. Welcher Verein der ersten Fußball-Bundesliga der Männer wurde 2009 erstmalig in der Vereinsgeschichte deutscher Meister? Der VfL Wolfsburg. Boah, Respekt. Jetzt steht es im zweiten Finale zwischen Marlies Seelmann und Günther Tömmes 3:3 unentschieden. Sie haben, um es mal sportlich zu sagen, 2 Matchbälle. Eine weitere richtige Antwort heißt, Sie sind Quiz-Champion und um 100.000 Euro reicher. Erster Matchball, Film und Fernsehen. Michael Bulli Herbig. Ich bin selber ganz... Ganz nasse Hände. Ja. Mach jetzt. Ja. Mit seiner Frage. Welcher US-Moderator präsentierte die diesjährige Oscar-Verleihung? Oh, Scheiße. Schnell am Schlauch. Jimmy Kimmel? Yes! Ja! Ja! Herzlichen Glückwunsch. Da ist Ihre Mitspielerin. Herzlichen Glückwunsch! Ist Quiz-Champion 2018. Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank, dass der Geburt meines Sohnes. Marli, nicht grämen. Sie war eine super Kandidatin. Es hat ganz großen Spaß gemacht. Ja. Heute einen Kaltstart hingelegt. Was für ein Samstagabend. Und er sagt, der schönste Abend seit der Geburt seines Sohnes. Ja, das ist doch auch wirklich lieb. 100.000 Euro, das ist der Quiz-Champion. Danke.
Ja, die kommen jetzt. Herzlichen Dank an Axel Milberg, an Horst Lichter, an Katrin Müller-Hohenstein, an Michael Bulli-Herbig und an Professor Guido Knopf. So sehen Sieger aus. Danke Ihnen hier im Studio in Berlin und Ihnen zu Hause natürlich ganz besonders. Das war der Quiz-Champion. Jetzt das Heute-Journal. Später, die Kollegen freuen sich bestimmt, das Sportstudio. Und Ihnen alles Gute. Viel Spaß weiterhin hier im ZDF. Schönen Abend aus Berlin.